Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen hier zu einem weiteren Let's Play Spezial aus dem Brettspielgeschäft. Mal wieder waren wir letztes Mal, glaube ich, mit Zombieside Black Plague, wenn ihr euch erinnert. Und diesmal spielen wir wieder ein großes Spiel, nämlich Andor Teil 3. Die letzte Hoffnung ist immer noch nicht Legende 12, genau, der bleiche König. Genau, wir haben uns entschlossen, nicht mit der Einführungslegende jetzt anzufangen. Die haben wir einfach schon gelernt. Ja, schmerzlich. Ich habe meinen Kessel schon. Ja. Immer genau. Schön Apfelnüsse nachts dabei haben, sonst wird es bitter. Die Einführungsmission, wie man es von Andor kennt, da lernt man ein bisschen die Regeln. Und jetzt auf die harte plötzlich diesmal. Haben wir auch noch Spezialfähigkeiten gelernt. Das ist irgendwie ganz neu. Ja, ich kann jetzt zaubern. Ich habe 3 Zaubersprüche. Ein Portalzauber, ein Heilzauber und ein Lichtzauber. Was die machen, das erklären wir dann. Ich würde bei Portalzauber mich fast schon aus dem Fenster lehnen, was da passiert, aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Keine Spoiler, bitte. Und du bist so eine kleine Kräuterhexe. Ich bin. ich habe den. Also eigentlich in meiner Freizeit verkloppe ich Gallia, ne? Aber jetzt bin wieder hier zu dem Trupp dazugestoßen. Eigentlich wollte ich ja das Pferd haben. Ich habe ein Pferd. Was will ich ein Pferd? Ich habe nur den Napf, aus dem das Pferd ist. Eigentlich ist es nur. Und das kämpft mit dir sogar. Du bist so der Knecht. Genau, damit bin ich hier unterwegs und kann sogar mal jemand mitnehmen. Ja. Kannst auch jemand mitnehmen? Ja, Ja, ich bin so ein Zwerg, so ein Cooler, der irgendwie in den Gebirgen natürlich besser kämpfen kann als normal. Außerdem kann ich irgendwie, wenn ich irgendwie esse, weil wir müssen jetzt tatsächlich, das ist echt ein Skandal, wir müssen jetzt essen. Wir müssen essen, ganz hartes Rollenspiel. Wir müssen in Andor 4 müssen wir auch auf die Toilette gehen. Ja, jeden Morgen essen, sonst verlieren wir ganz schön viel 8 Willenspunkte, ja, aber wenn ich esse, dann gewinne ich 6 Willenspunkte oder sogar einen Stärkepunkt. Also ich kann mich so richtig, weißt du, sind die gar nicht gewöhnt, was zu essen, die Zwerge anscheinend? Ja, doch, die essen halt so ein ganzes Spanferkel und so Humpen. Ich esse halt so und dann los geht's. Ich würde sagen, du bist unser Legendenmeister. Ja, natürlich. Sagst du einfach mal, worum es hier überhaupt geht. Und das wissen wir noch nicht. Ich kann nur sagen, wir sind ja nach Andor zurückgekehrt und so und haben sozusagen uns durch die Reise weitergebildet. Das ist das, was in Legende 11 passiert ist. Ja, tatsächlich ist uns, wir sind alle gestorben, dann wieder auferstanden. Und dann ist es uns gelungen, uns weiterzubilden. Da war die Zeit wieder unser härtester Feind, wie so oft. Ja. Ich sag's nochmal, es ist nicht Zombieside. Es geht nicht darum, möglichst lange, möglichst viele Monster umzubringen, Kreaturen, sondern wir müssen hier nur das Nötigste. Ja. Mhm. Und wir gucken einfach mal konkret, was beim gleichen König genau passiert. Legende 12, der bleiche König. Wir führen zuerst die Anweisungen von dieser Checkliste Graues Gebirge aus. Das haben wir zum Glück schon gemacht. Das dauert nämlich eine ganze Weile. Das ist halt der Standardspielaufbau von dem Ganzen. Und jetzt brauchen wir die Figuren, der bleiche König und die Legendenkarten der Höhlenwicht. Die legen wir einfach mal irgendwo bereit, aber noch nicht lesen. Noch nicht lesen. Die alten Waffen. Der Höhlenwicht. Auch nicht lesen, natürlich. Deswegen legst du die hier neben. Das Volk der Berge sind sogar 3 Stück. Cool. 1, 2, 3. Alte Waffen hört sich sehr cool an. Und eine der beiden Karten Rahls Zeichnung, die andere nicht. Die andere wird zerrissen. Verdeckt und gemischt die 8 Bewegungsplättchen. Ah, Bewegungsplättchen, das sind die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weitere Vorbereitungen. Legt das große Brückenplättchen. Das haben wir nämlich im Einführungsspiel auch noch gemacht. Das neben uns weiterzubilden. Auch noch indirekt. Immerhin schon mal das Holz zusammengetragen, mit dem dann vermutlich jetzt gleich da eine Brücke errichtet wird. Dann legen wir Sternchen. Wer Andor kennt, das Problem ist wirklich die Zeit und sitzt uns hier im Nacken jeden Tag, aber auch insgesamt auf dieser Leiste, weil da der Erzähler immer weiter rückt. Und ich erinnere nochmal, wer es wirklich nicht kennt, auch für jedes getötete Monster rückt der Erzähler immer eins weiter. Weswegen man wirklich jedes Monster, das man tötet, das man eigentlich nicht hätte töten müssen, ist schon auf dem Weg zum Untergang. Jetzt kommen hier quasi... Verdammt, also Spiel. Ja, haltet euch mal hier zurück, ja. Jeder Held würfelt mit einem großen grauen Würfel seine Startposition aus. Eine 8. Ja, irgendwo gibt hier 8. Ich, auch die 10. Ne? 10 da oben. Wir kuscheln schon wieder. Ja, du weißt doch, Bogenschütze und Zwerg, die gehören zusammen, oder? Nicht. Ja, stimmt, genau. 6. Du weißt schon, dass ich mehr töte als du? 6. Hier. Ah, wir sind auch nicht weit voneinander entfernt. Sehr genau, gut. Hallo. Das Lager. Und wer im Lager ist, muss nicht essen und es ist total cool, im Lager zu sein. Das ist auf Feld 201.
Und da kommt der Feuerschild dazu. Und dem Feuerschild können wir ein unangenehmes Ereignis abwenden. Das können wir uns im Lager abholen. Im Lagerwart. Wir wissen noch nicht, was der macht. Es ist nämlich ein neuer Schild. Das ist nicht der Schild aus dem Grundspiel. Ja, da war es nämlich der. Jetzt ist der Feuerschild, der da liegt. Wir erfahren bestimmt noch, was der kann. Jetzt erwürfeln wir mit dem roten Würfel die Position von einem Sternenkraut, indem ihr 250 zum gewürfelten Wert hinzuaddieren. Also auf 252 wächst jetzt ein grünes Sternenkraut. Da. Und da kann was wachsen. Oh, ja, da muss ich jetzt hinlaufen, damit ich nicht verhungere. Ja, genau. Bist du schon verhungert, bis du ankommst? Okay, jetzt kommt Story. Achtung. Es dämmerte. Die Helden von Andor hielten Wache. Sie hatten sich rund um das Lager verteilt. Vor einigen Tagen waren sie mitten in der Nacht von Schreien geweckt worden. Skelettkrieger waren unbemerkt ins Lager eingedrungen und hatten versucht, Andori zu rauben. Anschließend berichteten die Augenzeugen von einem Skelett mit goldener Krone, das die Skelette angeführt hatte. Die Helden hatten sich beraten und wollten so bald als möglich die Jagd nach dem bleichen König, wie ihn die Andori nun nannten, aufnehmen. Um ihn zu finden, wollten die Helden die Menschen des scheuen Bergvolkes suchen und um Rat bitten. Ah, das sind wahrscheinlich hier diese. Du musst doch wissen, wo die sind. Ja, ja. Zwergenmann. Meine Kumpels. Ja, also, das wir klar. Müssen Knochenkalle Volk finden. Der Berge. Wir müssen, bevor der Erzähler den Buchstaben G auf der Legendenleiste erreicht hat, die drei Hinweiskarten, das Volk der Berge 1, 2 und 3 aufdecken. Na gut, das können wir ja einfach so machen. Dazu müssen die Helden jeweils ein Nebel- oder Höhlenblättchen aktivieren, auf dem ein Mensch mit grünlicher Haut abgebildet ist. Das kann ich euch schon mal sagen. Es gibt unter einigen von den Nebelblättchen sind halt sozusagen diese mysteriösen Bergwesen abgebildet. Und die müssen wir jetzt finden. Also rein in den Nebel, alles durchsuchen. Fernrohr am besten besorgen, aber es kam ja noch kein Fernrohr. Nee. Plötzlich hallte wildes Geschrei von Norden. Die dunklen Kreaturen hatten sich zu einem erneuten Angriff auf das Lager formiert. Kurz hatte ich gehofft, dass wir einfach nur durch den Nebel laufen. Nee. Dankeschön. Ja. Stellt Vargors, das sind diese kleinen, ekligen. Die schnellen. Die sind klein und die schnellen. Auf 2,12. Da, guck mal. Hier. Nein. Hier ist 2,13. Das ist doch gut, schön weit weg. 2,2,3. 223. Ach, Mensch. 2,2,3. Und 2,5,3. 253. 2,5,3. Hier. Ah, hier. Wir kommen alle auf der Seite. Okay. Bergskrale, das sind diese langen, dünnen mit Schild und Schwert. Auf die Felder 215, 217. 219 und 221, also in Zweierschritten. 15, 17, 19, 21. Mhm. 21. Du hast die 19. Die sind alle auf der Seite. Ihr seid zwar schön kuschelig da. Und ich sag's auch nochmal, weil es natürlich zu jeder Legende irgendwie gehört, es gibt hier keine Burg, die wir schützen müssen, aber ein Lager, hier ist es, da rennen die letztlich alle hin. Wir sind zu 14 und bald ein Monster darf ins Lager durchkommen, das kommt dann auf dieses Schild. Sobald ein zweites Monster ins Lager rennt, sterben wir alle einen qualvollen und grausamen Bloß Tod. Bloß weil die hier unser Tippi einreißen, ja. Also. Gepanzerte Bergskrale und Vargors, fluchte einer der Helden. Das wird nicht leicht. Und wieder trat das ungebetene Bild des vierten Schildes vor seine Augen, der Feuerschild. Nicht alle Helden waren froh über den Fund des letzten der vier Schilde. Alle fürchteten seine zerstörerische Kraft. Sollten sie ihn nutzen? Ja. Du hast uns immer gewarnt. Ein Held, der auf dem Feld 201 steht, also beim Lager, der kann den Feuerschild einsammeln. Was und er macht? Noch nicht, was er tut. Der Feuerschild. Ich glaube, jetzt erfahren wir es. Für jede Seite des Feuerschildes darf der Held, der ihn trägt, ein Feuerplättchen, das sind die hier, auf das Feld legen, auf dem er gerade steht. Im Vorbeigehen geht es natürlich wie üblich nicht. Man muss wirklich anhalten. Dort bleibt es bis zum Ende der Legende liegen. Ein Held, der auf einem Feld mit einem Feuerplättchen steht, sinkt auf 3 Willenspunkte und kann in der restlichen Legende nie mehr über 3 Willenspunkte kommen. Was haben wir denn davon? Ach, Kreaturen sinken ebenfalls auf 3 Willenspunkte, wenn sie auf einem Feld mit einem Feuerplättchen stehen, erlangen aber sofort wieder ihre normalen Willenspunkte-Werte, wenn sie das Feld verlassen haben. Das heißt, man legt es irgendwo, es ist schon ein gefährlicher Zauber, du hast schon recht gehabt. Man verbrennt irgendwie die Zwergenstraße, wo die dann durchlaufen, aber muss sie ja dann letztlich da auch irgendwie drin abfangen. Das heißt, entweder stellst du einen rein, der auch mit 3 Willenspunkten kämpft, oder du schießt dann immer auf dich. Genau. Ja, auf Endgegner, hat der Schild keinen Einfluss.
Es ist der heilige Feuerschild, mein Gott. Ja. Denn wieder, habt ihr nicht das Kleingedruckte gelesen? Aber einer der anderen Schilde, zum Beispiel den Sturmschild trägt, wo immer den auch herhaben soll, kann eine Seite des Schildes einsetzen, um sich vor dem Willenspunkteverlust zu schützen. Ja. Du brauchst einfach zwei Schilde. Der Feuerschild kann außerdem genutzt werden, um nach einer verlorenen Kampfrunde den Verlust von Willenspunkten für den Träger des Schildes abzuwehren. Aha, jetzt hier Ausrüstung. Also das mit Feuerschild kann mal einer von euch Willen machen. Mit sowas habe ich nichts zu tun. Bücher, das ist was. Ja, aber für Feuerschild. Ach, bitte dich. Ausrüstung. Jeder Held startet mit 2 Stärkepunkten. Huiuiui. Und 7 Willenspunkten. Ja. Zusätzlich werden 2 Stärkepunkte auf die Gruppe verteilt. Ah, ich habe 4. Das heißt... Wer hat den Zwerg reden lassen? Okay, der Zwerg kriegt schon mal keinen. Hast du das? Also ich habe damit nach wie vor nichts zu tun. Gebt ihr ruhig den Leuten, die draufschlagen. Guck mal, also wir sind ja hier zu zweit. Also vielleicht, aber gut, ihr müsst überhaupt nicht kämpfen. Wir müssen hier kämpfen. Ja, gibt es den beiden. Ja, Ihr braucht dafür kriegen wir die anderen Sachen. Was? Genau. Die Heldengruppe erhält außerdem einmal Apfelnüsse. Die nehme ich. Einmal Apfelnüsse, dann muss ich nicht essen. Hungrig wirken. Er nimmt die Apfelnüsse. Was bleibt jetzt? Wenn ich immer gut esse, kriege ich immer noch Stärke. Sturmschild, das ist für dich. Mama hat gesagt, ich würde ich sagen, du kriegst das Sturmschild, da wissen wir eben, wie gesagt, das kann. Damit können wir den Effekt von der Ereigniskarte abwehren und solchen Schnickschnack. Ja, aber hier. Ernsthaft, ne? Jetzt ist so eine Apfelnüsse. Genau. Du kannst entweder, wenn wir eben. Das war ein negatives Ereignis, auf eine Ereigniskarte kommt, kannst du sagen, nee, möchte ich nicht und benutzt den quasi. Mhm. Oder um nach einer Kampfrunde den Verlust von Willenspunkten einfach abzuwehren. Also wenn du sagst, oh Gott, jetzt wäre ich ja tot. Also kann man nur einmal benutzen, nicht zweimal. Irgendwie nicht. Ja. Ich habe mir mal so ein paar Apfelnüsse gegeben. Der braucht das nicht, unser Magier, der verhungert da. Fernrohr, und dann gibt es noch ein Fernrohr. Das wollt ihr auch noch haben, oder? Nee, das wollen. Ach so, na doch, nee, die sind hier beim Nebel. Dann bin ich der den Nebel erkundet. Ich kämpfe ja am wenigsten. Du bist ja hier, nee, du kannst hier gar nicht rüber. Ja, wir können uns auch laufen. Wir haben Beine. Ja, aber guck mal, hier kommst du gar nicht rüber. Das ist ein Schluck. Du kannst was sollen wir denn hier drüben? Ja, aber ich gehe hier rüber und ihr kämpft. Wir treffen uns ja eh so. Ach so, na gut. Ich möchte auch was haben. Jetzt gib mir ein Fernrohr. Ach, das liegt ja bei mir. Gab es nur eine Apfelnuss für es unser gab Gesamt? Nur eine Apfel. Apfelnüsse immerhin im Plural. Ja. Ei, aber einmal Apfelnüsse. Genau. Na, wer hat denn die jetzt bekommen? Na, wer wohl? Wer hat sie sich genommen? Na, guck mal, weil wenn ich esse, kriege ich halt noch viel mehr. Wenn ihr esst, kriegt ihr gar nichts. Wenn ich nichts esse, werde ich sehr ungehalten. Ja, das glaubst du wie. Ich finde aber eigentlich das Argument schon gut. Der Held mit dem niedrigsten Rang beginnt. Der stellt sich nämlich raus, wer wirklich was kann. Ich bin Rang 34. 71. 82. Oh. 14. Ah. Kannst du nicht den Rang von einem Pferd noch addieren? Nein, aber was mein Pferd Schönes machen kann. Okay, du fängst an. Genau. Mehr wissen, was müssen wir machen? Ach so, wir müssen die Leute im Nebel finden, um diese Karten aufzudecken. Dann fängst du einfach erstmal an. Genau. Die Frage ist... Zuerst stelle ich euch mal Ambra vor, mein Pferd. Hallo. Das bedeutet nämlich, ich habe immer ein Pferdeleck geliehen. Ja, Ambra. Eigentlich brauche ich diese Nüsse. Für mein Pferd. Mein Pferd hat die ganzen Nüsse gegessen. Ambra, ja, das ist das Geräusch, das Pferd beim Essen macht. Oh, Ambra, Ambra. ja, genau. Ich, keine Ahnung, entweder reitest du im Stehen Galopp. Ja, das Ding ist, mit meinem Pferd könnte ich dich ja mitnehmen eigentlich. Oder du kannst dich mitnehmen. Theoretisch, wenn wir auf einem gleichen Feld wären. Ja, ich will da mit. Da müsste ich aber wahrscheinlich mal mit vorbeikommen. Und nee, ich habe immer in der ersten Runde 2 Stärkpunkte mehr, in der gekämpft wird. Würde ich sagen, du reitest tatsächlich nur hier hin. Mhm. Ich komme dahin, wir reiten zusammen zur Höhle und dann zum Nebel. Aber du kannst natürlich auch alleine da hochreiten. Ich gehe mir noch kurz Willenspunkte holen und dann treffen wir uns irgendwo. Sollte schon jemand mitnehmen, ne? Dann gehe ich zum Brunnen und trinke einfach Wasser. Gut, aber wir können ja erstmal hier. Also du bewegst dich jetzt ein Feld. Nee, ich bewege mich jetzt 2 zur Höhle. Ja. Zwei Stunden reitest du zur Höhle und jetzt schaust du bitte nach, ob da so ein grüner Mann drin ist. Und? Ja! Sehr schön. Juhu, ja, ich bin gleich eingefunden. Also hier, die drei. Hinweis, dazu müssen die Helden jeweils ein Nebel- oder Höhlenblättchen aktivieren, auf dem ein Mensch mit grünlicher Haut abgebildet ist. Das heißt, das haben wir jetzt gerade eben getan. Jetzt nehmen wir gleich die Einzelkarte. Ja, die darf ich jetzt mal vorlesen. Okay. Kannst du lesen? Zu viel Text. Vorsichtig nähert sich die Heldin einer kleinen Gestalt. Ne? Fast wie Gras wirkte das struppige Haar. Aus Fell und Kuberwolle bestand seine Kleidung. Mein Name ist Jorn. Ich bin ein Akren, so nennen wir uns, seit unsere Vorfahren hier vor Jahren siedelten.
Der Held fragt Jorn nach dem bleichen König. Ihr wisst von ihm, ich habe ihn ebenfalls gesehen. Erst seit einigen Monaten geht er um, er und seine Knochenkrieger. Auch wir werden gejagt. Mehr weiß ich nicht. Oh, ich dachte, das seid jetzt gleich da drüben und sagt. Aber ihr sollt euch bewaffnen, das hört sich doch gut an. Hier im Grauen Gebirge hat es vor vielen Jahren Kriege gegeben. Noch immer findet ihr alte Waffen, die aus den Schlachten längst vergangener Zeiten stammen. Ich wünsche euch viel Glück. Dann verschwand Jorn. Würfelt jetzt mit einem roten und einem Heldenwürfel, um die Felder zu ermitteln, auf denen je eine alte Waffe versteckt gelegt offen wird. Offen oder verdeckt? Je eine Waffe verdeckt. Okay, dann mische ich die hier mal. Der rote Würfel gibt die 10er Stelle der Feldzahl, der Heldenwürfel die 1er Stelle. Anschließend müsst ihr noch 200 addieren. Oh Gott. Was ist das hier? Ist das ein mathematisches Kinder? Also das bedeutet, mathematisches Rätsel ist die erste Aufgabe. Rote Würfel ist die 10er Stelle, also 50, 52, 252. 252. So eine ähnliche Zahl haben wir da heute. Da kommt eine alte Waffe hin. Da beim das ist ja geil. Das lohnt sich doppelt. Neben dem Kraut. Deswegen ist da das Kraut gewachsen. Und es ist quasi lass mal die Zahl lieber sichten. Und nochmal? Oder wie viel? Auf die je eine alte Waffe. Ja, alle fünf Waffen, oder? Oder stand da noch? So. Also 231, oder? 231, genau. Okay, es ist doch nicht so schwierig. Oh, das ist ja der Hammer, guck mal hier. Oh, wie schön, ja. Mhm. Wahnsinn. Wie in einem Computerspiel, direkt in der Höhle ist genau. Eins. 226. Das ist ja das. Guck mal hier. Oh, ja. Bling, bling, bling. Überall alte Waffen. Da kann ich dir vielleicht was liegen lassen. Danke. 246. Ich wusste gar nicht, dass ich. Wie geht die Waffe? Oh 2, Gott. 4, 6. Hoffentlich ist auch ein Zauberstab dabei. 246. 24. Hier unten. Oh, Tür. Hab nichts gesehen. Und noch eine? Ja, da oben sind ja echt jetzt. 226. Ziemlich gut, ist auch noch 2, hier. Auch irgendwo 227. Das haben wir schon. Oh. Dann würfeln wir nochmal wieder. Ja. Oder? Was steht da? Ja, kommen nicht zwei alte Waffen. Ah ja, komm, wir machen. Wir machen es uns schwerer. 221. Das hört sich auch gut an. Das ist doch hier. 219. Das passt. Den hat der dabei. Okay. Das war's, was Jorn uns zu sagen hatte. Und dann bin ich dran. Danke, Jorn. Und ich werde trotzdem mir einfach trotzdem die Willenspunkte mitnehmen. Dann könnte ich nämlich im Zweifel auch aufs Essen verzichten, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte. Aha. Sterbe ich dann nicht gleich. Ich laufe also eine Stunde. Du bist gelb, wa? Nee, ich bin nicht gelb. Wieder. Schön. Okay. Zwergische Farbe. Und ich trinke aus diesem erfrischenden Bächlein und kriege 4 Willenspunkte. Mhm. Bin schon mal in der dritten Reihe. Das Lustige ist, ich kämpfe immer nur mit einem Würfel. Oh. Ja. Das hätte ich doch holen sollen. Ja, aber du hast so viel Zeug da schon. Das warst du jetzt erstmal, ja? Ja, jetzt kommst du. Und, ja, ich gehe halt hier hin, oder? Und dann du gehst ein Feld dahin. Ein Feld in und die Schlacht. Dann wird switcht gleich rüber und du wirst den Kampf auslösen. Wir kämpfen, genau, oder? Also, das heißt, wir beide du verbringen noch mal eine Stunde. Jeder das heißt, eine Stunde. Da rein. Das ist hier so ein feiner Herr. 6 Stärkepunkte. Aber ich habe 3 Stärkepunkte. Mal gucken. Dann, ja, also ich würfel natürlich meine Würfel jetzt gerade 4, nicht alle auf einmal, sondern erstmal schmeiße ich einen runter, aber gut, dass ich nur 4 kriegen wir. So, also nacheinander und dann kann ich entscheiden, ich nehme die 6. Ich würde es nicht, krieg nicht provozieren. Ich nehme die 6 und ich habe 6 plus 3 sind also 9. 9, merken wir uns mal, 9 plus 7. 6. Achso. Du hast 3 Stärke. 3 Stärke. Also die 4 nimmst du natürlich. Ja. Also 7, 9 plus 7, 16. Jetzt würfeln wir für den Bergskral. Der mit 3 Würfeln würfelt. Das heißt, er hat 10. Er hat 6 schon mal von Haus aus, wie man unter dem roten Cube erkennt. Und hier eine 4 dazu für 10. Ihr hattet was? 16. Ja. Verliert er 6 Willenspunkte. 10 hat er, sieht man hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auch sieht man, dass er jetzt tatsächlich schon geschwächt ist durch seine Verletzung, weil er gerade noch mit 3 Würfeln, jetzt aber nur noch mit 2 Würfeln. Er stand auch mit dem Rücken zu uns. Jetzt ja, aber leider ist er noch nicht umgegangen. Aber wir machen weiter, oder? Wir machen weiter. Wir geben also noch jeweils eine Stunde aus. Und ich kann jetzt wieder durch den mal deine Würfel hingeben. Wieder loslegen. Oh, ich bleibe gleich bei der 6. Ich hätte doch den Zauberer nehmen sollen. Du hast eine 6, ich habe eine 6. Das heißt 9 plus 9 sind 18. Ja. Und jetzt nochmal die roten Würfel. 18, er hat eine 4, sind 10, sind 8. So tot. Er kriegt als Belohnung 6. Willenspunkte oder einen Stärkepunkt. Du mal den Stärke, ich kann dir nachher nicht empfehlen würde. Du kannst dich noch aufbauen, dann nehme ich schon mal den Stärkepunkt. Gut.
Wunderbar. Sehr schön, dann ist der schon mal Geschichte. Au, aber jetzt bedeutet es, dass der gute Herr läuft. Der gute Herr läuft natürlich ein Feld. Ja, das erste Sternchen kommt weg. Und damit wird auch eine Legendenkarte ausgelöst. Daran erinnern ja die Sternchen, dass man das halt im Eifer des Gefechts nicht vergisst. Fernes Hämmern echote in den Schluchten. Die Arbeiten an der Brücke, ich hab's euch doch gesagt, kamen gut voran. Und bald würde der Tross der Andori weiterziehen können. Doch dann mischte sich noch ein anderes Geräusch in das Hämmern. Raue Stimmen und wildes Gegeifer. Weitere Kreaturen näherten sich. Die Zwerge haben zu tief gegraben. Nein. Nee, das habe ich jetzt improvisiert. Das habe ich jetzt ganz spontan improvisiert. Ein Held würfelt mit einem roten Würfel und dann passiert was. Zwei. Wir stellen einen Vargor auf das Feld 252, 252. So ein Hund wieder, so ein Hundemonster. 252. Oh, hier zu der und im Berg. Genau, und ein Bergskral, nochmal so ein Herr, auf 220. 220. Alle kommen zu euch. Achso, das ist natürlich auch gescriptet. Das war's. Tja, wir haben noch jede Menge Zeit übrig. Er hat einen Stärkepunkt als Belohnung genommen. Ja, er hat genommen. Ja, ich meine, du sammelst Waffen jetzt ein. Ja, du sammelst Waffen. Erstmal die da hinten, würde ich sagen. Neuer Plan, ich meine, nicht mitreiten. Wir müsst ja wirklich dieses Zeug essen. Ja, aber ihr geht ja noch dahin. Ja, genau. Oder ihr geht zurück zum Lager am also ich Schluss. Würde eigentlich eher... Ich gehe vielleicht ins Lager heute Nacht. Genau. Ich schaue mir die Nebelfelder da an, decke vielleicht nochmal so ein Männchen auf. Vielleicht finde ich da auch so eine Apfelnuss. Das mache ich, ihr kämpft, so ich erkunde den Nebel, du sammelst Waffen ein. Austausch? Krieger sammelt Waffen ein, Magier macht was, wo man Intellekt zu braucht, wie Nebel erkunden. Ja, genau. Einfach tief Luft holen. Ja, ich würde es erst zu der weiter weg natürlich. Achso, von beiden kommst du dann zum. Aber falls da noch was, wir wissen ja nicht, was da noch passiert. Ja, vielleicht gehst du einfach zum Lager, da muss schon einer weniger futtern. Ja, aber ich würde erstmal, sie sammeln die beiden Waffen. Also du gehst einen Schritt eine genau. Stunde. Und ein Schwert. Und was bedeutet das jetzt? Oder auch ein halbes Schwert. Stimmt, kannst du so. Achso, ja, gib mal den, ich würde mal jetzt den Bogen da lesen. Mit den alten Waffen. Was hast du gefunden? Ein Schwertgriff ist alleine nutzlos. Habe ich mir fast gedacht. Zusammen mit einer Schwertklinge bringt der Schwertgriff in einer Kampfrunde 5 Stärkepunkte extra. Vielleicht liegt die hier. Es war fast zu einfach, um wahr zu sein. Ich werde jetzt aber die Waffe an. Nee, das machst du. Ich gehe einfach zum Nebel rüber. Von hier kann ich 3 Felder anschauen. 1-2 Stunden verbrauche ich. Stimmt, du kannst ja so gut. Hab mein Fernrohr. Nicht im Vorbeireiten. Ich schaue hier. Aha. Sag uns doch einfach, was du siehst. Ich habe einen dieser Bergmenschen entdeckt im Gebirge. Und hier, da würde ein Ereignis auf uns zukommen. Und hier, hier gibt's was zu essen. Essen, muss ich hin. Essen, Ereignis. Ich hole mir das Essen und dann den Mann. Ihr kämpft, ihr Wilden. Ja. Nee, aber ich würde sagen, wir kämpfen nicht weiter, oder? Wollen wir aber die also guck mal, die überspringen sich ja halt alle gegenseitig. Der läuft sogar zweimal, der da hinten ja dann. Ja, der fängt sogar an, da dann überspringen die sich ja wieder. Musst du nur mal überlegen, wenn wir jetzt nichts mehr tun würden. Ich weiß bloß, dass zu viel Kämpfen wirklich nicht... Ja, aber wenn wir jetzt nichts mehr tun würden, dann kommt der Warg als allererstes hierhin. Ja? Dann, weil der ja alle überspringt. Dann laufen die, dann überspringen die wieder den Wagen. Am Ende läuft der Wagen nochmal. Ich glaube, die kommen bis hier. Das also ich würde sagen, guck mal, wir müssen ja, können ja auch hier hin und da ist noch eine alte Waffe. Ja. Also vielleicht sollten wir hier rüber gehen und den killen. Gut, jetzt bist du ja erstmal dran. Ich meine, der Trigger für die Aufgabe ist G. Also sie haben wohl schon auch, der Herr Menzel hat sich wohl schon auch vorgestellt, dass wir so ein paar Monster müssen schon mitnehmen. Ja, ja. Okay, das machen wir jetzt mal. Also du mal gehst da rein, ja? Eine Stunde und machst aber erstmal nichts. Genau, ich werde nachher. Da bist du ja auch viel stärker. Dann die Höhle. Ich glaube, du kannst die Höhle, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich bin hier in der Höhle. Oder war ich hier auch? Nee, das ist natürlich perfekt. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Gut, dann bin ich jetzt hier. So eine Lücke reinschlagen ist auch gut für den Laufwege einfach. Bin ich jetzt hier quasi ein Feld weitergegangen und dann würde ich jetzt wieder den Kampf. Ja, öffne ihn, weil ich mache ihn platt. Aber bist du jetzt auch gelaufen? Ich bin gelaufen. Oh, dann streng genommen. Okay, sind dann quasi sind dann so schon hier wieder dran. Also haben wir es auch vorher auch falsch gemacht. Nee, da bin ich. Ah, da bist du. Ja, richtig. Ja. 2 Stunden reiten. Ich laufe nochmal 2. Reiten. Ich reite 2. Vielleicht fühlst du auch mal so ein bisschen jetzt, aber, genau. Jetzt die. Jetzt die. Nein, oder doch? Eine Axt? Eine Axt, das ist wahrscheinlich 2 Stärkepunkte. Genau. Der Held in einer Kampfrunde 2 Stärkepunkte zusätzlich. Also immer, wenn man mit der kämpft. Wann treffen wir uns zum Austausch? Einmal. Ein Austausch. Okay, ja. Von Exen. Du, die Spitze hier also von Exen. Einmal, das heißt, dann geht die Austausch kaputt, oder was? Spitze und Exen. Was steht da? Einmal.
In einer Kampfrunde. In einer Kampfrunde. Schwertgriff in einer Kampfrunde. Also es ist... Dann vielleicht ja, einmal pro Kampf wahrscheinlich. Naja. Ja, aber in einer... Es ist ja hier, wie du schon schön gesagt hast, kein Zombie-Side. Wir kämpfen hier nicht tausendmal, sondern es ist halt einmal sind wir ordentlich stark. Ja? In einem Kampf... Also dann geht's kaputt, oder wie? Ich sammle mal kurz das Essen ein. Eine Stunde. Und das ist jetzt ein Essen, oder was? Ja. Ein Essen. Achso, ich tausche das natürlich aus. Bitte gib mir mal ein richtiges. Die wachsen auch nah. Das kommt auch immer wieder. Das ist ein Kreislauf. Diese Kräuter, die sind irgendwann ausgewachsen. Und dann gibt es auch keine neuen mehr. Aber wir müssen die. So lange werden wir eh nicht leben. Okay. Herr Zwerg. Ja, ich bleib. Du kannst den Kampf jetzt auslösen. Achso, ich kann den Kampf auslösen. Ja, ich kann dann mitmachen. Gut, also. Jeder eine Stunde, her. Genau. Get 'em, Boys. Wieder ein Bergskral, richtig? Ja. Ich versuche mal hier gleich wieder. Los, denn ich nehme noch einen. Fünf, so. Bleiben wir bei fünf. Okay, ja. Gucken wir mal, was ich so rauskriege. Das ist eine 9 für mich. Das heißt 9 plus 7 für wieder 16. Rote Würfel, 3 Stück. Für den komm, Skran. Lass mich mal würfeln. Ja, das ist bei Zombies hat es so schlecht gehandelt. Ja, oh, okay. 16, 11 macht 5. 1, 2, 3, 4, 5. Er lebt noch, aber er hat nur noch 2 Würfel. Wir können also eine weitere Stunde kämpfen, auf jeden Fall. Ja, ja. Sonst erholt er sich bei mir. Okay. Ja, mit ihm. Warte mal, ich hab doch mit... Ich oh, du hast nochmal 5 mehr. Erst habe ich 5 mehr. Dann sind es genau die 5, die noch gefehlt haben. Ich habe 5 mehr und ich hätte ja sogar mit 3 würfeln können. Ja. Okay, alles klar. Aber die 5 reichen, sind wir nicht so ja. kooperativ. Ja, das heißt, der... Das gerade ist so, denn das bedeutet wieder 6 Willenspunkte, was natürlich sich auch mal jemand nehmen kann, damit er nicht verhungert. Oder einen Stärkepunkt. Dann nehme ich 6 Willenspunkte oder was? Weil ich werde sicherheitshalber mal schaffen, bestimmt nicht, oder? Und du hast was zu essen? Genau. Sicherheitshalber. Okay. Ja. Schon fast ein ganzes Essen, 6 Willenspunkte. Ich schaffe es gar nicht ins Lager. Also wir hätten nicht die Stärke nehmen sollen. Ja, ich schaffe es ins Lager. Durchs Essen Stärkepunkte. Ja, also her damit. Oh, Essen. Oh. Perfekt. Ja, ich bin nicht in dem Feld, das musst du jetzt aufnehmen. Du kannst aber da noch ein paar Nüsse essen. Noch mehr essen. Super, das ist aber echt gut. Die ist erstmal verbraucht. Ja. Aber jetzt der Erzähler. Wir haben wieder einen umgebracht. Oh, ich habe einen umgebracht. Eieiei. Wieder eine neue Karte. Ja. Endlich waren die Arbeiten an der Brücke abgeschlossen. Sie spannte sich über eine klaffende Schlucht, deren Grund im Nebel verborgen blieb. Es passiert echt was Gutes. Ja. Legt die Holzbrücke auf die Schlucht zwischen den Feldern 205 und 207. Genau. Ist ein neues Feld, nämlich ein Feld 206. Sehr hübsch. Kreaturen auf dem Weg zum Lager benutzen die Brücke natürlich auch. Aha. Ja, ja, ja. Das ist ein Wir stellen einen Troll. Ah, die sind echt schon unangenehmer. Troll auf 238. Und ein Bergskral auf 241. Das ist auch nochmal so ein schlanker, ne? Was? 241. Hier. Alles klar. Ja, langsam wird es aber voll, ja. Das war eure Aktion trotzdem. Das heißt, du reitest einfach mal ins Lager und machst rechtzeitig Feierabend. Genau, ich habe einfach 2 Perfekt. Schritte, aber hier ist ja auch ein Feuerschild. Ich habe allerdings schon ein Schild. Ich würde das auch erstmal. Genau. Bisher ist ja noch nichts, was ein Feuerschild rechtfertigen würde, oder? Wenn da irgendwie der bleiche König persönlich mit seiner Armee der Untoten anrückt. Ich werde einfach auch 1-2 Stunden. Ah ja, und du holst ja den nächsten. Und hol den zweiten freundlichen Herrn. Der zweite Bergvolkmensch. Wo ist denn der erste? Ach, es war eine Höhle. Erneut traf einer der Helden auf einen Akren. Dieser schien ein wenig kräftiger zu sein und blickte dem Helden mutig ins Gesicht. Der hat viele Apfelnüsse. Mein Name ist Joss. Mein Bruder Jorn habt ihr ja schon kennengelernt. Er sagte, wir können euch vertrauen. Die Karten können Gedanken lesen. Ja. Da streckte Joss dem Helden freundlich die Hand entgegen. Ja, darin lag ein kleines Geschenk. Ja! Ich nehm's, ich esse es, ich trinke es. Was ist es? Jetzt und nur immer darf sich ein Held, der einen Akren aktiviert, sofort einen beliebigen, also jetzt auch, ja, einen beliebigen Gegenstand von der Ausrüstungstafel nehmen. Außer Sternkot oder Trank der Hexe. Also auch Essen. Aber auch Essen. Dies gilt für diese, aber auch für alle folgenden Legenden. Also bitte mitschreiben. Ja. Also das heißt, immer wenn man Akren aktiviert, kriegst du jetzt einfach was. Dann kriegst du halt auch, kannst du halt auch, ja. Ich nehme jetzt einfach erstmal, was bringt denn diese Mütze da? Was nimmst du denn? Irgendein Die Mütze, Held? Da kannst du, wenn du auf dem Feld, das weiß ich, brauchst du nicht, weil du schon das Fernglas hast. Da könntest du, wenn du auf dem Feld stehst, halt gucken, ob du das aktivieren willst oder nicht. Ich nehme einfach einen Trinkschlauch, glaube ich.
Ja, also ein Helm ist nicht. Nee, das jetzt passt der mir der nicht. Gar nichts, nee, der hat nur einen Würfel. Bringt dir gar nichts, dir. Brauchst du mehrere Würfel. Ich könnte aber ich einen möchte tragen. Aber nur mal festhalten, dass nicht du das hättest kriegen müssen. Es geht übrigens noch weiter. Ach, doch? Nur der doch, den aktiviert hat. Dass sich einen hält, der einen Argriff aktiviert. Der mir gegeben. Du hast ihm die Hand gegeben. So, jetzt geht er weiter, der Leute, der hat noch was zu erzählen. Ihr sucht den bleichen König, nicht wahr? Ich weiß leider kaum was, der weiß auch nichts. Mm. Ich weiß leider kaum etwas über ihn, aber ich glaube, er stammt aus eurem Land, aus Andor. Sind und ich weiß, dass ihr ihn besiegen werdet. Denn so wurde es geweissagt. Perfekt. Es gibt eine Prophezeiung, fragte der Held. Nein, es ist eher eine Art Bild, das ist schwer zu erklären, murmelte Joss. Ein Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl. Unser Ältester, Krone. Oh. Krone! Ja, der muss es wissen. Ja. Krone. Krone. Kann ich darüber mehr sagen? Findet ihn, das ist wahrscheinlich der hier. Ach, komm. Nur wenn ihr den nächsten Agrin aktiviert, dürft ihr die Karte Volksbergs 3 vorlesen. Zur Erinnerung, ihr müsst dann noch die dritte Karte Volk der Berge vorgelesen haben, bevor der Erzähler den Buchstaben G erreicht. Kein Problem. Da sind wir ja schon ziemlich gut dabei. Ja, noch 4, also wir sollten halt auch irgendwie. Also, der wandert natürlich auch beim Tag. Sonnenwechsel, also wir dürfen jetzt auch nicht Maximum töten. Wir hören jetzt mal auf und ihr zieht euch jetzt vielleicht auch mal, oder holt ihr noch die Waffe da hinten, oder wie? Ach so, wir haben noch... Aber ihr müsst jetzt auch schlafen gehen demnächst. Ja, wir haben jetzt... Ihr könnt halt da noch rüberlaufen, aber der läuft ja dann auch weg, aber das macht ja auch nichts. Ihr könnt ja schon mal darüber gehen, um die Waffe einzusammeln. Also du bewegst dich hier hin und ich bewege mich auch wieder dran. Hin. Also, du bist dran. Du bist dran. Ja, dann gehe ich halt mal rüber einfach. Eine Stunde. Und machst dann Feierabend da. Ja. Und dann gehe ich dir hinterher oder soll ich hier stehen bleiben? Ich würde dir hinterher gehen wahrscheinlich. Du hast ja noch eine Stunde übrig eigentlich. Ja, ich habe noch eine Stunde, aber... Das bringt nicht so viel, du könntest doch auf die Entfernung kämpfen. Und du kannst ja einfach den Kampf... Ah nee, da müsste ich auch nochmal. Okay, na dann... Bleib einfach sagen. Da. Oder soll ich hier dieses... Nee, das, nee, das war eine Ereigniskarte, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Die Chance auf eine schlechte ist zu hoch. Das kenne ich noch nicht. Ja, du kannst ja... Achso. Du könntest riskieren. Im schlimmsten Fall ist es... Ja, geh doch mal hier hin, dann können wir den töten eventuell. Und dann erkunde ich hier den Nebel. Ey, automatisch. Ein Ereignis. Oh Gott. Aber müsste ich dann nicht den auch automatisch machen? Doch, aber Entschuldigung, ja. Nebel. Ah, schon wieder was. Oh, so ein... Der ein paar Nüsse in seinem Sack, ey. Ja, und jetzt aber leider auch eine Ereigniskarte. Die machen wir jetzt auch gleich. Darfst du ein eigenes Verhängnis, darfst du jetzt verkünden. Genau. Und ich muss wieder abwehren. Ein heftiger Windstoß zerriss die Nebelschleier. So, decke jetzt bis zu 3 Nebelplättchen auf, die benachbart zueinander liegen. Auch Felder, die durch Sprungfelder miteinander verbunden sind, gelten hier als benachbart. Also gar nicht so schlecht. Also zum Beispiel der und der. Einfach aufdecken. Ja, das ist ganz gut. Aufdecken, dann wissen wir halt, was da ist. Oder da hinten oder hier. Macht es ruhig bei euch da oben. Lieber da, dann wir gucken, ob wir offen, wollt ihr eher auf da hinten zum Kraut irgendwie langsam. Ja, das ist gut, um zu wissen, dann machen wir die hier. Also hier ist, oh, da ist der Mann. Den müssen wir treffen. Karte. Ein Ereignis. Und da ist nochmal ein Monster. Oh. Das ist doch perfekt. Ja, damit wissen wir, dass wir da hinten müssen. Es war eine gute Karte, oder nicht? Wahnsinn. Ja. Ja, alles klar. Also ich glaube, bin guter Dinge. Mich nicht umsonst, ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir schaffen das diesmal. Wir schaffen es natürlich. Du bist, du gehst ins Bett. Ich gehe. Dann legst du dich auf den Hahn. Dann bist du wieder Erster morgen. Ich, jetzt die Frage. Ich könnte halt auch 4 Willenspunkte ausgeben, was immer noch billiger wäre als nichts zu essen. Und ich hebe mein Essen auf und gehe ins Lager und reite morgen mit Mairen los. Ja, das kann man machen. Ich brauche meine Willenspunkte eigentlich nicht so viel, glaube ich. Ist immer noch billiger als... Dann mache ich 2 Überstunden. 1, 2, 3. Du meinst, du Spaß, das Essen für... Ja, ah, nee, ich bin der andere. Pink, lila, meine. Das kostet 4, ja. 1, 2, 3, 4. Bin ich wieder auf meinem Startwert. Schon okay. Dafür haben wir eine Menge schon gemacht. Gut. Und wir sparen das Essen. Wir kommen ganz schnell. Das heißt, ich werde einfach schlafen gehen? Ich spare dir auch die Zeit, wenn ich mit dir reite. Ich gehe einfach schlafen. Fertig. Nee. Du auch wahrscheinlich. Oder willst du da nicht noch irgendwo anders justieren? Ja, ich würde ins Bett gehen. Gib mir auch immer was zu essen. Ich gehe auch schlafen. Ich gehe auch schlafen. Du gehst gut. Schlafen. Sehr schön. So, und jetzt nochmal, damit wir da wirklich keine falsche Reihenfolge, aber es ist ja auch in Symbolen abgebildet. Genau, das erste ist, wir decken eine oberste Ereigniskarte auf. Also die Nacht bricht herein und jetzt handeln wir quasi den Sonnenaufgang ab. Und da passieren eine ganze Menge Dinge. Los geht's mit der Ereigniskarte. Ja, die Bergskrale waren ihren Artgenossen aus Andor sogar noch überlegen. Die Gier nach Menschenfleisch verlieh ihnen neue Kräfte. Alle Bergskrale haben an diesem Tag 8 statt 6 Stärkepunkte.
Die Belohnung bleibt jedoch unverändert. Ja, super, ich mach's mal hier hin. So. Sehr schön. Und das Bier ist unserem Tisch. Das war nur das, was auf der Karte stand. Hätte doch gestern töten sollen. Wir hätten die nicht zu viele Menschen zu essen. So, jetzt laufen alle Vargors. Um ein Feld. Um ein Feld. Ding, ding. Richtig? Ja. Ah, die auch noch. Kleinere Zahl zuerst. Kleinere Zahl zuerst. Ich glaube, kleinere Zahl zuerst. Ja. Jetzt alle Bergskrale. Ja. Der überspringt. Ah, nee. Aber jetzt die kleinere Zahl zuerst. 217 ist hier. Ja, das heißt, der läuft zuerst. Mhm. Dachte ich jetzt, oder? Wie, ja. Weißt du das noch, wie das war? Aber, ja. Aber jetzt guck mal hier. Aber der stand hier. Nee, der stand hier. Ah, nee, da. Ja, ja, ja. Zang, zang. Ja. Okay. Mhm. Und der hier. Geht dahin, genau. Und dann läuft der Dicke. Der Dicke läuft auf die Straße. Und dann laufen jetzt die wilden Bestien. Die Vargors nochmal. Die sind nämlich ganz schön flink. Oh, ja, ja. Und die hier müssen. Der muss auch nochmal. Wir kommen Richtung Straße einfach. Jetzt füllen wir die Höhlen auf. Hier ist keiner. Hält. Da hinten war auch. Aber ist schon super, wir können die jetzt einfach umhauen und dann laufen wir dahin. Skelette gibt es noch nicht zum Glück. Jetzt muss jeder einmal essen. Wir sind im Lager, wir müssen nichts essen. Genau, hier ist schön warm, kleines Lagerfeuer. Ich will was rüberschmeißen. Na nur, nee. Hätten wir. Der hat also, drei Essen und du nix, oder? Was ist das denn, dieser Zwerg? Und jetzt kann ich entweder 6 Willenspunkte bekommen oder einen Stärkepunkt. Die muss ich einen Stärkepunkt. Stärkepunkt, ja. Wobei ich nicht weiß, ob das in dieser Essensphase zählt. Wahrscheinlich musst du das als Aktion selber machen. Nein, nein, nee, das bei Sonnenaufgang. Das ist seine Spezialfähigkeit. Kann ja bei Sonnenaufgang probieren, aber abgeben. Immer diese Zwerge. Abgeben, nicht ja, essen. Ja, ja, abgeben, hab ich doch. Abgeben, essen. Jetzt wächst ein weiteres Sternenkraut. Und das heißt wieder grauer. Da, ne, wieder da. Wieder da, wo jetzt. So habe ich das verstanden. Also im ersten Szenario war es auf einem anderen Feld, aber das ist quasi das Stern. Da ja, wächst es halt. Ja. Okay. Jetzt werden die Quellen aufgefrischt. Und dann wird der Erzähler bewegt und der löst schon wieder was aus. Nämlich die nächste Legendenkarte, Legende D. In den Wäldern regte sich etwas. Die feuchte Erde des Waldbodens brach auf. Oh Gott, jetzt kommen die Skelette. Sie kommen! Er würfelt jetzt die Position von 3 Skeletten, indem er jeweils mit einem roten Würfel würfelt und die Skelette auf die entsprechenden Felder mit den roten Würfelsymbolen stellt. Mhm. Ah ja. Würfelst du gleich mit allen 3 oder was? 6, 5, 3. Hier ist die 3. 5. Ja klar, es ist nachts, da kommen die raus. Die 5, hat jemand schon die 5 gesehen? 6 ist da unten. Ach da, die 6. Ah, haben wir schon. Es können mehrere Skelette auf einem Feld stehen. Skelette ignorieren Kreaturen und umgekehrt. Stellt außerdem je ein Skelett auf die Felder 220 und 243. 243 ist da unten. 42? 43. Und 220. 220. Mehrere Skelette auf einem Feld sind eine Horde. Legt die Bewegungsblättchen als verdeckten Stapel auf die 4. Stunde der Tagesleiste. Ja. Ja. Jetzt geht's ab hier. Oh. Die Skelette bewegen sich. Hinweis: Auf den folgenden Karten erfahrt ihr die Regeln zu den Skeletten. Es gilt einiges zu lesen, da diese sich ganz anders als Kreaturen verhalten. Lasst euch also etwas Zeit, um jetzt alles in Ruhe zu erlernen. Skelettbewegung: Immer wenn ein Zeitstein die 4. Stunde verlässt, erhält der jeweilige Held das oberste Bewegungsplättchen. Er darf die Aktion dieser Stunde noch zu Ende ausführen, was auch immer er macht, halt, laufen, kämpfen. Dann aber muss er den Text auf dem Blättchen laut vorlesen und die Skelette und oder Horden entsprechend bewegen. Anschließend kann er seine Aktion fortführen, also weiterlaufen oder weiterkämpfen. Kommt aber noch mehr. Hinweis: Die Anweisungen auf den Bewegungsblättchen, die unter dem Strich stehen, werden ignoriert. Sie haben erst in Legende 17 eine Bedeutung. Also steht noch was drauf. Das erstmal weg. Skelette bewegen sich nicht entlang der Pfeile, sondern immer in Richtung eines Helden, falls er nicht mehr als 3 Felder weit entfernt steht. Ein Skelett, das keinen Helden in Sichtweite von 3 Feldern hat, bewegt sich nicht. Okay. Ja, die rennen einfach zu uns, wollen uns umhauen. Skelette nutzen Sprungfelder. Auch ein Held, der durch ein Sprungfeld 3 oder weniger Schritte entfernt steht, ist in Sichtweite. Sprungfeld? Ach so, das sind die da. Das sind die, wo man über die Schlucht springen kann, wenn man fit genug ist, mit entsprechenden Willenspunkten. Sieht ich. Generell ist die kleinere Feldzahl für die Bewegung der Skelette entscheidend, wie ihr im folgenden Abschnitt erfahren werdet. Es laufen immer zuerst die Skelette, die auf den kleinsten Feldzahlen stehen. Sollten mehrere Helden gleich weit entfernt sein, wählen die Skelette immer denjenigen, der auf der kleinsten Feldzahl steht.
Sollte Skelette einen Helden nicht erreichen, als einen Zwischenstopp einlegen und mehrere Felder gleich weit zum Helden entfernt sein, wählen die Skelette immer den Weg, bei dem sie auf dem Feld mit der kleineren Feldzahl rauskommen. Ein Skelett, das mit einem Helden auf einem Feld steht, bewegt sich nicht mehr. Ein Held, der auf einem Feld mit einem Skelett steht, kann die Aktion Laufen nicht mehr wählen. Die halten einen fest, du kommst nicht mehr weg. Du kannst da nicht einfach vorbeilaufen. Ein Held, der ein Feld mit einem Skelett betritt, kann jetzt nicht mehr weiterlaufen. Ja, so ist es. Ja, super. Naja, wir Anders als die Kreaturen halten die Skelette die Helden also fest, wird hier nochmal gesagt. Skelett-Kampfwerte. Die Skelette würfeln mit zwei weißen Würfeln. Gleiche Würfelwerte werden addiert. Sie haben 9 Willenspunkte und 3 Stärkepunkte. Aber stark sind sie nicht gerade. 3. Haben sie weniger als 7 Willenspunkte, kämpfen sie nur noch mit einem weißen Würfel. Ein Held kann immer nur ein Skelett nach dem anderen angreifen, ist der Kampf beendet, ist im Uhrzeigersinn der nächste Held an der Reihe. Der Kampf gegen Skelette funktioniert fast genauso wie der Kampf gegen Kreaturen. Hat das Skelett einen höheren Kampfwert, Stärkepunkte plus Würfelwert, verliert der Held die Differenz an Willenspunkten. Bei Gleichstand geschieht nichts. Skelette können überwunden oder besiegt werden, das hängt davon ab, wie sehr euer Kampfwert den ihren übertrifft. Wie ihr auf den nächsten beiden Karten erfahren werdet. Oh, es geht noch weiter. Da haben wir schon bald gelesen. Wie viele Karten gibt's denn? Skelette überwinden ohne Belohnung. Ein Held oder eine Heldengruppe, die in einer Kampfrunde einen höheren Kampfwert als das Skelett hat, hat das Skelett überwunden. Es wird sofort auf dem aktuellen Feld hingelegt. Der Erzähler geht für das Überwinden von Skeletten nicht weiter. Für überwundene Skelette gibt es keine Belohnung. Bei Sonnenaufgang stehen alle überwundenen Skelette wieder auf. Solange sie liegen, werden sie aufgrund von Bewegungsplättchen nicht bewegt. Und es kommt die letzte Skelettkarte. Skelette besiegen mit Belohnung. Ein Held oder eine Heldengruppe, die es schafft, in der ersten Kampfrunde ein Skelett auf 0 Willenspunkte zu bringen, hat es besiegt. Nur dann gilt Folgendes. Der Held, der das Skelett besiegt hat, entscheidet, ob er es auf Feld 200 legt. Dann läuft der Erzähler weiter. Oder auf das Sonnenaufgangsfeld. Legt er das Skelett auf das Feld 200, geht der Erzähler eins weiter. Legt er es auf das Sonnenaufgangsfeld, geht der Erzähler nicht weiter. Dafür wird das Skelett beim kommenden Sonnenaufgang mit einem roten Würfel wieder eingewürfelt und auf das entsprechende Feld mit einem roten Würfelsymbol gestellt. In beiden Fällen erhalten die Helden eine Belohnung, nämlich einen beliebigen Gegenstand von der Ausrüstungstafel, außer Sternenkraut oder Trank der Hexe. So sieht's wunderbar aus. Jetzt hätten wir nicht schon genug also, Probleme. Aber die Nacht immerhin überstanden. Ja, und du sieht überschaubar aus. Bist als erstes ins Bett gegangen, stehst auch als erste wieder auf. Genau. Und ich würde gerne mit dir reiten, glaube ich. Wo ja, immer du hinreitest. Ich bin auch so in freundlich. Den Sonnenaufgang. Was wollt ihr eigentlich machen? Also ich würde sagen, genau, was machen wir denn? Also ich meine, den müssen wir töten, der kommt sonst zu schnell ins Lager. Wir holen den dritten hier, ne? Genau, ihr holt den. Ja, wir töten den im Vorbeireiten. Weil bis dahin wissen wir, reiten Richtung Brücke, sind wir flexibel, hoffen, dass die bis dahin da sind du, und uns sagen können, wo wir... Du weißt, was denn das am Ende der Brücke der Brücken ja, aber der läuft ja erstmal auf die Brücke. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem irgendwie auch zu tun bekommen. Früher oder später. Also ich würde sagen, wir reiten halt langsam mal da runter, weil hier oben brauchen wir nichts ja, okay, mehr machen. Okay, dann gehen wir erstmal Stunden. Noch langsamer vor. Wobei, du bist ja dann dran, dann kann ich dich nicht mitnehmen. Und ich löse dann direkt einen Kampf gegen das Tier aus. Oder okay. Ach so, ihr glaubt, 4 Stunden und dann kommt direkt da so eine Skelettbewegung. Ich denke auch, genau, wie bei 4 ist, wenn man 4 verlässt. Aber so, das heißt, wenn du mitkommst, was bringt euch das, dass ihr quasi... Er gibt keine Laufzeit. Du gibst aus. Keine Stunden aus, ja. Mhm. Mhm. Aber du dann 4 halt einfach. Ja, warum nicht, ist doch egal. Ja. Wir wollen ja auch mal sehen, wie Skelette laufen, ne? 1, 2, 3, 4. Und vor allem mal kämpfen. Aber ich gebe ja keine Stunden aus, eben. Ja, trotzdem wirst du jetzt die 4 verlassen, richtig? Weil immer wenn ein Stein jetzt die 4 verlässt, muss der das aufdecken. Ja. Das heißt, ich würde jetzt den Kampf auslösen gegen den. Ich verbrauche eine Stunde, du aber auch eine Stunde. Ja. Das heißt, wir machen dann erst diesen Teil der Aktion, dann deckst du das Plättchen auf und dann kämpfen wir eventuell weiter. Also eine Stunde blau, eine Stunde lila. Ja, oder ich? Und du meinst, ja, ich meine, früher oder später werden wir über 4 Stunden kommen. Es bringt jetzt auch nichts, sich davor zu fürchten. Alles klar. Den blauen auch eine Stunde. Genau. Dürfen wir nicht vergessen, nimm das dir schon mal. Und jetzt machen wir aber diese Aktion ja noch, bevor es weitergeht. Genau. Okay. Habe ich das, oder? War das so? Ja. Und zwar kämpfen wir endlich mal. Ich darf auch mal kämpfen. Genau. Ich darf mit 3 Würfeln. Ich meine, der ist ja harmlos, hoffentlich.
zwei Stärken RTS haben. Ja, bei denen drei, ist denk dran, die anderen vier. Sind jetzt 8. Ich darf es auf eine 4 drehen und habe damit magere 6. Ich habe diese 4 Punkte und mit meinem Pferd gerade nochmal 4 dazu. Das sind 8. Das sind 14. 2 würfelt der. Ja. Oh, waren übrigens nicht das gleiche Zahlen. Nee, nicht bei den Skeletten. Aber nicht generell? Das mache ich auch bei normalen Monstern, nee, oder? Okay, wir machen jetzt mal nicht. Wenn doch, dann entschuldigt. Spielen dann. Okay, also sind es 5 nur. Was es hat. Und wir hatten? 14. Oh. 14, damit ist er natürlich weg. Super. 3 Willenspunkte. Sind wir angeritten mit dem Pferd. Aber du kannst dir die 3 nehmen, dann kriegst du mal irgendwann mehr Würfel. Sehr schön. Und Erzähler. Und Erzähler. Aber passiert nichts. Also wir können die auch alle mal. Also. Das Ding ist, ich habe ja auch nichts zu essen. Also du könntest es mir geben, weil ich hier schon so viel aufgekauft habe. Ja, jetzt hab kommt erstmal das komische Plättchen. Oder nicht? Das Plättchen, genau. Deck das mal um. Ach, bereit für Plättchen? Auf. Was? Ach, das ist ja Skelette. Jedes einzelne Skelett bewegt sich jetzt 2 Felder. Danach bewegt sich jede Horde 2 Felder. Horde haben jetzt wir wissen nicht. Wir auch, warum Horden schlecht sind. Aber vielleicht haben wir gleich welche. Aber jetzt bewegen sie doch nur, wenn sie nah am Helden stehen. Ja, aber der kommt auf jeden Fall. Also hier zum Beispiel, 1, 2, 3. Der kommt zu uns. 1, 2. Nee, die bewegen sich nicht. 2 Felder. Das macht er. Und der bewegt sich auch, weil du bist 1. Nee, aber über das, der muss ja da runter. Es geht ja nur über die Sprungliste. Aber es sind trotzdem 3. Ja, der kommt auch 2 Felder. Genau. Die hier hinten, guck mal, das hier, 1, 2, 3, wir haben gut aufgepasst, das auch, der kann da drüber springen. Jetzt haben wir eine Horde, das heißt, wir bewegen sich jetzt auch. Haben wir eine gleich. Horde. Ja. Genau. Und der läuft nicht. So einfach ist das mit den so Horden. Einfach ich weiß nicht, ob wir das geschaffen haben. Jetzt läuft die Horde, oder? Jetzt läuft die Horde. Zeit, es gibt und kommt zu uns. Und Horde. Wir haben hier Probleme. Okay, so ist es halt. Skelette haben sich bewegt, wurden zu einer Horde, haben sich noch weiter bewegt und halten uns jetzt alle an möglichen Orten fest. Wir müssen noch aufpassen. Wir haben nur noch 2 Schritte mit dem Erzähler. Vorher müssen wir diesen dritten Bergwichtel da angesprochen und eingesammelt haben. Wer war? Und noch, uns ist was aufgefallen. Ach ja, richtig. Wir hatten gerade einen Kampf. Genau, uns ist natürlich noch aufgefallen, dass es natürlich so ist, wie wir befürchtet haben. Pärchen werden natürlich addiert. Nicht nur bei Skeletten, auch bei normalen so Kreaturen. Ja, genau. Aber wir haben es nachgerechnet. Es hätten auch, es wäre ja eine 6 gewesen. 6 plus 2, 8. Es hatte 6, ich habe eine 14 gewürfelt. Es hätte also auch so genau gepasst. Das heißt, wir müssen da nichts korrigieren. Falls wir in den ersten 2 Kämpfen irgendwelche Pärchen übersehen haben. Nee. Ich glaube, da war alles gut. Deswegen geht es jetzt munter weiter. Ja, ihr habt schon ihr habt gekämpft, ich habt diese lustigen Skelette. Wir haben das halt ausgelöst. Ja. Also, seid ihr das mal dran. Quatsch. Wir hätten das nicht gemacht, dann hätten wir das einfach einsammeln können. So. Aber jetzt aber ist passiert. Wir sind vorgebrecht. Ja, wir wollten gut. Ja. Okay, wir müssen natürlich hier hin, aber ich kann da jetzt nicht weg. Du musst trotzdem würde ich sagen, dass ich dieses die Waffe kannst du auf jeden Fall aufheben, aber du musst das Skelett halt jetzt töten. Aber kann ich nicht? Oh, guck mal hier. Ich habe deinen komm her, lass tauschen. Ihr seid leider nicht am gleichen Ort. Okay, dann würfel jetzt eine Stunde, verbrauchst du und kämpfst gegen das Skelett. Soll ich da jetzt allein gegen das Skelett? Ja, die sind noch nicht stark. Du kannst es jetzt zu Boden. Ach so, die sind. Okay, man sollte schon zu zweit kämpfen, da hast du recht. Aber dann musst du eine Stunde warten, das ist auch eine Stunde verbrauchen. Passen ist auch eine Stunde. Ja, nee, dann kämpfe ich, schaff das schon. Ich habe immerhin jetzt schon Stärke 4. Ja, dann gucken wir, was passiert. Dann wissen wir es ob das ein kräftiger Herr alleine schafft. Okay, dann hau rein, würfel. Ja, außerdem ist doch so. Muss ich nur umfallen. Genau, es muss doch nur umfallen. Ich muss doch nur mehr würfeln. Ich muss sie gar nicht vernichten. Ach so, ja klar. Du musst nur überwinden. Genau, du überwindest es jetzt. Du musst nur mehr würfeln als das Skelett. Ja, dann hau mal rein. Dann hau mal mit 2 Würfeln, die du nehmen kannst. Genau, und ich habe ja immerhin schon Stärke 4. Ich meine, was wollte er eigentlich? Hier, 6 plus 4 sind 10. Wofür isst er sonst so viel Nüsse? 2, wa? Die Skelette haben 3. Oder? Ja. Wo sind wir? Ne, 2 weiße. Muss man mit weißen? Ja, 2 weiße. Genau, wir waren hier noch falsch. Wir sind hier, Skelett. Ja, hier sind die weißen. Oh, jetzt. Jetzt bitte keine Pasch. Oh. Das ist absolut mit 15. Was? Ja. Nee, da 3. Achso, das war seine Willenspunkte, Entschuldigung. 9 hat er. Und ich hatte 10. Ja, dann hab's überwunden. Hast du überwunden. Ich hab's überwunden. Du bist halt auch stark. Ich würde das nicht schaffen. Aber gut. Ich bin halt auch ein Zauberer. Ein Mann, der jetzt hab ich überwunden, aber es bringt mir halt gar nichts. Aus, dass du kannst jetzt weiterlaufen gleich. Okay, dann kommt unser Waldläufer dran. Der läuft jetzt einfach am Dings vorbei. Soll ich die Höhle erkunden? Ja, mach. Oder? Ich weiß nicht. Eins? Ich bewege mich eins oder soll ich Warum nicht? Aber ja.
Sollen wir es machen? Ja, da können, vielleicht ist da was zu essen. Vielleicht ist aber da noch so einer drin. Das kann auch sein, genau. Ich will auch noch was zu essen. Oh, so komische. Sieht auch gut ein aus. Ein grüner Stein. Oh je, wie war das? Hätte das gedacht, ein Smaragd. Was hast du denn damit vor? Passt zu deiner Kneipe? Edelstein. Muss ich nochmal nachgucken, wie das mit den Edelsteinen war. Die Edelsteine. Wahrscheinlich kannst du die abgeben einmal. Ich fast irgendwie. Die kann man ablegen und wenn man das so hinlegt, wenn Edelstein neben einer Kreatur liegt, dann läuft die per Sonnenaufgang nicht dem Pfeil entlang, sondern auf das Feld mit dem Edelstein. Also kannst du die da so hinlocken. Ah. Aber nur, Umweg wenn laufen. Ich meinen Edelstein abgebe. So, ja? Ah, okay, aber der kommt dann aus dem Spiel. Also man kann halt damit auch, wie mein Lichtzauber ähnlich, also einfach einen Puffer von einer Runde letztlich. Mehr ist es meistens nicht. Ich setze den halt eins zurück oder so. Und dann trotzdem nicht schlecht. Ich meine, du könntest hier, dann könntest du immerhin die so weglocken, dass sie nicht zum Lager rennen. Solltest du mal überlegen. Okay, du bist dran. Ja, wir kämpfen. Tja, wir müssen. Wir kämpfen zusammen eine Stunde. Ja. Wir gehen vielleicht echt früh ins Bett heute, ich oder? Ich bin schon ein bisschen erschöpft hier. Aber wir kämpfen, ja. Und zwar mit 3. Eine 3, ich drehe die um auf eine 4. Ja. Ich habe wieder nur eine 6. Du hast. Erste Runde. Plus 4 noch dazu. Ja. Sind 10 plus 6, 16, das Skelett hat. Das ist jetzt ein neues Skelett. Ja. 4. Mhm. Okay. Es sind sogar 2, wir kämpfen das mal gegen das eine. Genau. Okay, also das heißt. Das hat 8. Wir haben 16. Das heißt, wie viel hat das 8. Willenspunkte? Das hat knapp. Nicht endgültig besiegt. Mhm. Und. Ich bin dran und wir kämpfen gleich nochmal eine Stunde gegen das zweite Skelett. Genau. Ja, aber immerhin habt ihr es gleich überwunden. Ach so, ich weiß ja noch gar nicht, ob wir es schaffen. Ist optimistisch. Ja. 2 ist eine 5 auf der anderen Seite. Ja. Ich habe 7. Ich habe 4 plus 4. Das sind 8. Nee, du hast jetzt, jetzt nicht mehr, du hast nur 6. Ich habe 7. Das sind 13. Das müsst ihr wenig würfeln, bitte. 13. Oh. 12. Ich hab mal kurz 14 gemacht. Weil du den schon umgelegt hast. Und was passiert jetzt? Naja, jetzt 15. Kriegt ihr auf die Mütze. Wir, wir verlieren die Differenz an Willenspunkten. Ja, beide. 14 minus? Also wie viel haben wir gehabt? 12 plus wir hatten nur, ein, jeder ein. Wir hatten nur 13. Das sind 13 minus 14. Plus 12 plus 2. 12 plus 3. 15. Das heißt, wir verlieren? 2, wenn ihr. 3. 3, oder? 3. 12 gegen 15. Habt ihr eben nicht noch mehr gewürfelt? Ne, 13 hatten wir, richtig. Ja, ihr hattet doch mehr. 6 also plus 2. 7. Jeder ja, 2. Boah. Ich so, dachte kurz, wir sterben. Ja, wir müssen es ja besiegen. Also ich bräuchte eigentlich was zu essen. Achso, wir sind ja auf dem gleichen Feld. Achso, aber ich brauche ja auch was zu essen. Aber und ich brauche es dann. Achso, warte, ich kann uns ins Lager teleportieren. Genau. Ja. Okay, also ihr macht nochmal eine Stunde. Wir machen, wir hauen das jetzt um. Wir können es sonst essen. Ja. Das können wir eh nicht weg. Genau. Dann sterben wir, verhungern wir da. Aber wegteleportieren. Können wir auch nicht teleportieren? Du kannst dich natürlich wegteleportieren. Hallo? Rauch. Ja. Duckwin Duck-mäßig, ne? Kann ich schon sagen. Aber dann lass uns das doch noch. Ist die Frage, was es bringt. Ich meine, das Umhauen bringt nichts. Meint ihr wirklich, wir können uns wegteleportieren, wenn wir uns nicht bewegen können? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Okay, also wir kämpfen eh einfach, weil wir kämpfen. Wir kämpfen jetzt noch das eine Mal, hoffen, dass das jetzt sagt, du verlierst zwei Wochen. Außerdem ist es ja so, dass du ja noch voll viel machen kannst. Ja, vielleicht gehe ich auch jetzt schon ins Bett. Nee, muss nicht sein. Weil dann haben steht auch als Tipp da, manchmal macht es Sinn, um jetzt noch 4 Stunden schlafen zu gehen. Verstehe, na gut. Wir gucken es mal, was jetzt passiert. Bei unserem neuerlichen Kampf. 3 wird zu einer 4. Sehr schön. Da habe ich nur 6. Ich habe 8. Das sind 14. Mhm. Und jetzt nicht nochmal hier so ein 6. Nee, lass es mal. Oh, geil. 14 plus 5 sind 9. Damit diesmal haben wir es getötet. Die Frage ist, sollen wir das eine noch ganz raushauen? Nee, das muss hier hin. Das kommt auch. Sicher. Jetzt dürft ihr euch was aussuchen von dem Gegenstand. Aber eine. Ein, du nimmst dir was. Was macht denn Nüsse, du kannst dir Nüsse. Oh, Nüsse, ja, genau. Ja, perfekt. Nee. Na, bis auf Sternkraut nicht. Alles? Kraut und Tränke nicht. Ah ja, dann Nüsse, na klar. Ja. Geil. Dann könnten wir sogar noch. Dann können wir sogar noch bleiben. Nur ein bisschen um die Häuser ziehen. Und uns den Trank aufheben, weil sonst verbrauchen wir wieder so viel Stunden. Zwei ja. Also, ich glaube, wir gehen hier ins Bett dann gleich. Aber jetzt seid erstmal ihr dran. Ja. Das ist so ungemütlich, wenn ihr so ein Skelett liegt. Keine Ahnung. Wie soll ich da denn schlafen? Auch einfach auf dem Skelett nieder. Ja, teleportiere dich ja zurück. Nee, aber wenn wir jetzt Essen haben, dann verbrauchen wir wieder so viel Stunden. Jetzt haben wir erst. Das ist ein Notfall. Okay, alles gut, ich bin dran.
Der ist jetzt mit dem Hund, das heißt, ich renne jetzt einfach. Du läufst freiwillig zum nächsten. Mhm. Und kann ich jetzt den trotzdem, decke ich trotzdem gleich auf. Das ist ja ein Nebelplättchen. Ja, jetzt sind wir mal nicht so. Aber eine Stunde gibst du trotzdem auf? Ja, eine Stunde für mich. Gibt's. Und dann haben wir den dritten nämlich geschafft. Dann haben wir es geschafft. Gut. Wir haben das erste hier. Wir sehen, was er uns erzählt. Und plötzlich tauchte Grune, der Älteste der Akren, auf. Er sprach sehr langsam mit tiefer, knarrender Stimme. Das graue Gebirge war einst mal ein wunderbarer Ort. Silbern schimmerte das Licht auf den hohen Gipfeln. Herrlich anzusehen. Der Held spürte Ungeduld in sich aufkeimen und unterbrach den Alten. Ich danke euch für diesen Blick in die Vergangenheit, auf was alles mit dem bleichen König und dieser Prophezeiung auf sich. Kron nickte bedächtig, dann erklärte er. Kron. Es ist der König der Toten, dem ihr gegenüberzustehen habt. Das befürchte. Dem ihr gegenüberstehen werdet. Er jagt für die Krader, die Sklavenschinder. Aber ihr werdet ihn besiegen, so wurde es geweissagt. Es gibt eine Höhle, an deren Wand sich eine geheimnisvolle Malerei befindet. Kral der Weise hat sie dort hinterlassen. Sicher müssen wir zur nächsten Höhle. Man sagt, er hätte das zweite Gesicht. Nur wenn der Auserwählte im richtigen Moment dort ist, wird er die Zeichnung erkennen können. Ist der Auserwählte? Ach, da gab es nicht. Krals Zeichnung, ne, das ist ja hier, ne, Krals Zeichnung, ist der Schlüssel, um den bleichen König zu besiegen. Sollte ein Höhlenblättchen auf dem Feld 260 liegen, unten, hier, kommt es jetzt aus dem Spiel. Diese Höhle wird nicht mehr aufgedeckt. Legt jetzt eines der verdeckten Heldenwappen auf das Feld 260 und deckt es auf. Achso, dann mischen wir die hier. Ja, wer ist der Auserwählte? Wer ist der Auserwählte? Wer möchte denn der Auserwählte sein, wenn wir jetzt mischen? Doch, es lag bei jedem eins eigentlich. Ja, wir hatten am Anfang. Wir haben doch getauscht. Entschuldigung. Dann hatte ich zwei. So, mischen. Wer wird die Auserwählte sein? Die Glücksfee. Der Waldläufer. Er hat das zweite Gesicht den Kochtopf. Der Held, dessen Wappen auf dem Feld 260 liegt, muss auf dem Feld 260 stehen, wenn der Erzähler den Buchstaben J erreicht. Was ist los? Zeit. Dann erfahrt ihr euer Legendenziel. Alles gut, alles klar. Okay, wir haben Zeit. Wir müssen aber auch ein paar Monster töten, glaube ich. Zwischen mir und 260. Höhle 260, ja. Aber guck mal, wir sammeln hier das Klingquatsch ein, hier nochmal eine Waffe und sowas. Das war wessen Aktion, das war deine Aktion. Bist dahin gelaufen. Das heißt, der Waldläufer bricht sofort auf und reitet da langsam hin. Wir machen jetzt alles ohne dich. Nein, er nimmt kein Pferd. Also über die Brücke würde ich gehen. Also ich kämpfe jetzt nicht gegen den Typen. Du hast zu wenig Willenspunkte für den Sprung. Ich bin ja einfach nur dahin gelaufen. Wir können zusammen gehen, sodass ich dich auch laufen kann. Du gehst zurück. Soll ich zurückgehen? Du kommst da gar nicht rüber momentan. Ich kann hier, der würde mich auch festhalten, aber ich kann 1, 2, 3, 4. Aber ich glaube, mach doch nur mal 3, das stimmt schon, was die Kriegerin sagt. Reite doch nur zu ihr, dann hast du 4 Stunden verbraucht und ihr reitet morgen zusammen da hin. 3 habe ich ja. 1, 2, 3. Ihr reitet morgen zusammen dahin. Wir sparen uns jetzt die Skelettbewegungen. Wir haben echt viel erreicht, finde ich. Also, so kommt es mir vor. Aber wir müssen halt echt den Erzähler auch dann dahin kriegen. Müssen wir ein paar Leute noch killen. Außerdem sollen die ja nicht dahin laufen. Klar, wir töten noch ein paar von den Roten dann. Das machen wir jetzt zusammen. Ja. Wir kämpfen, wir reiten da runter. Du gehst auf jeden Fall jetzt schlafen, oder? Du gehst jetzt ins Bett. Ja. Ich gehe auch ins Bett. Wir kämpfen morgen. Du gehst auch ins Bett. Und du kannst noch was machen. Du kannst noch mal versuchen, dein Skelett da. Kannst du noch vielleicht killen. Sogar komplett raushauen. Achso, das schaffst du ja nicht. Naja, vielleicht. Ja, wäre doch gut. Dann nochmal ein paar Nüsse einsammeln. Oder du gehst halt, du kommst ja nicht weg. Ja, klar. Nee, ich muss kämpfen. So, okay. Also. Mach ihn platt. Ich kämpfe mit 2. Ich habe ja immerhin Stärke 4. Ich bin ja so stark. Das ist 8. Ach komm. Oh Gott. 9. Du verlierst einen Willenspur. Einen Willenspur, das ist schlecht, das habe ich immer mal. Ja. Ich kann mich wieder aufpumpen. Willst du weiterkämpfen? Du kannst noch einmal machen, aber. Einmal kannst du noch bedenkenlos kämpfen. Die Frage, ob es das bringt, ja. Die stehen aber eh wieder auf wahrscheinlich, ne? Weil wir sie nicht ganz umhauen kannst. Nee, komm, das war Quatsch. Gehst du jetzt schon ins Bett nach 3 Stunden? Das ist auch krass, echt. Ja, jetzt können wir das.
Aber können wir das echt riskieren? Da ist halt die das Frage, Problem ist halt, wenn ich ihn noch bekämpfe, das könnte ich ja, aber machen. Guck mal, für heute sind halt auch nicht mehr so viele da, weil du könntest ja jetzt schon nur irgendwie bezwingen, da hast du noch 3 Stunden Zeit und läufst schon mal Essen einsammeln, weil guck mal, das Einzige, was sich bewegt, ist das. Ja, die anderen liegen ja für heute, das muss man auch bedenken. Ich würde sagen, kämpf weiter. Ich würde auch sagen. Okay, gut. Und das gilt vielleicht auch. Aber er kann nicht über die Schlucht. Das gilt vielleicht auch für dich. Vielleicht. Aber du kannst nicht, er kann nicht über die Schlucht. Er kommt nicht über die Schlucht. Stimmt, weil ich jetzt zu dich. Oh, er würde voll an der Klippe zerschellen und in den Nebel. Ich kann ja mir 6 Willenspunkte mit dem Essen, krieg 6 Willenspunkte wieder dazu, aber erst, wenn ich dann gegessen habe. Mhm. Aber dann ist die Frage, ob du dann nicht heute schon weiterreitest. Du hast jetzt mal eine Runde gekämpft, ist ja okay. Mhm. Dann sagst du, du kämpfst nicht weiter. Nee. Und du könntest überlegen, weil das stimmt doch, das Einzige, was dir hinterher rennt, ist das und das ist doch zu weit weg. Du kannst da runterreiten heute. Das andere ist auch zu weit weg. Du kannst da jetzt noch. Ich weiß nicht, ob ich da alleine da rumstehen. Also außer da sind noch andere schlimme Sachen wie das Spawnen. Ich weiß nicht, was. Meine Frage ist halt, ob er nicht da bleiben soll bei euch, um dann zusammen die Monster zu töten. Ja, aber nein, er muss reiten. Aber hier Monster zur töten Höhle, ich kann auch zu so einer Höhle hier genau. Oder? Hier mal gucken. Guck mal, wir müssen ja mal schauen. Ich muss hier irgendwie auch rüberspringen. Also ich muss auch irgendwie mal fit. Stimmt. Dann fit geht doch da noch hin. Ja, stimmt. Und komm. Nein und dran. Und das ist immer noch weit genug weg. 2 Stunden. Eins, zwei. Jetzt musst du das leider kurz machen. Warte, ich mache erstmal +4. 1, 2, 3, 4. Jedes einzelne Skelett bewegt sich jetzt 3 Felder. 3 Felder, auch wenn es eins sieht oder nur wenn es eins sieht, oder? Ja. Dann kommt es genau. Nicht. Ja. Und der bleibt da. Ja, eben. Das ist nämlich schon okay, wenn man die einmal gepult hat. Gut. Ich bin schon im Bett. Du bist, schon im du bist Bett. Auch schon im Bett. Handtag. Ich will nicht mehr. Dann gehst du auch früh ins Bett. Oder wie? Du kannst noch ich zurücklaufen. Kann oder nee, du kannst oder soll ich es doch auch machen und dann irgendwie hier. Meine Scheiße, wenn du den jetzt. Ich komme nicht ach, du kommst wieder nicht rüber, wieder das Gleiche. Ja. Nee, ich lasse es jetzt. Ich gehe ins Bett. Ich könnte, aber ich bin halt so weit weg. Nur weil ich da diesen einen Willenspunkt verloren habe. Ja. Aber ich kann ja wirklich hier zurückgehen. Ne? Aber das dreht sich ja gleich wieder um. Du brauchst ja echt. Ach so, da bleibe ich da stehen und nehme es gleich wieder mit, wa? Würde ich sagen. Ja. Okay, gut, dann komm ab. Dann gehst du auch ins Bett. Okay, alles klar. Soll ich irgendwo noch einen Diamanten, hier meinen Smaragd? Bisher haben wir noch keine. Nee, jetzt Probleme, glaube ich. Mhm. Läuft gut. Gut, ich gehe auch schlafen. Okay, dann ist wieder Sonnenaufgang und wir decken die erste Karte auf. Also Ereigniskarte. Ein Beben erschütterte das Gebirge, giftige Schwefeldämpfe stiegen aus den Tiefen hervor. Jeder Held, der aktuell auf einem Feld steht, das benachbart zu einer Schlucht befindet, ist ein Alt. Nee. Ich nicht, doch. Doch, ist alles. Verliert jetzt 4 Willenspunkte. Oh, super, dass ich gerade 4 gekriegt habe. Wir sind alle zu einer alle. Schlucht benachbart. Hier, ja. Alle. Nein. 4 Willenspunkte. Ja, du nicht. Doch, guck mal hier. Ich habe noch einen Willenspunkt. Ich habe nur noch 2 Willenspunkte. Ich habe noch einen. Ich sag ja, so sind die Ereigniskarten normalerweise. So habe ich es in Erinnerung. Aber ich könnte die auch abwehren. Okay, hilft nichts. Wir bewegen die. Warte, ja. Ich wehre die ab. Du hast ja, komm, wehre die ab. Mach das mal. Ja. Mach da, wirf dein Schild ab. Ja. Alle wieder 5 dazu? Was 4. 4 waren. 4. Also, sie hat es abgewehrt mit ihrem Schild. Dankeschön. Sturmschild gegen die Ereigniskarten. So, okay, jetzt aber mal zügig die Monsterbewegung. Die kleinen, die Vargors. Ich komme nicht dran, das müsst ihr schnell machen. Springt drüber. Nee, die überspringen sich. Brücke? Jetzt die Bergskrale. Die Bergskrale, genau. Der geht auf das. Der überspringt. Der überspringt ja auch. Die überspringen sich. Oh je, oh je, oh je. Oh, hallo. Haben wir jetzt zu wenig aufgepasst? Oh. Nee, der läuft ja nur eins. Der war es nur hier. Achso, Entschuldigung. Vorsicht, Vorsicht. Macht da nichts. Ja, ihr müsst da einfach die aufrollen. Der Dicke hier, der. Der, ja. Okay, wir kümmern uns da jetzt ein bisschen. Jetzt kämpfen wir eine jetzt Runde lang. Jetzt nochmal okay? Wer ist denn die Kleine? Nee, echt, jetzt wird eine Runde gekämpft, einen Tag lang gekämpft und dann reitest du da. Wir haben ja noch, guck mal, J, oh, da mal, musst du da sein, oder? Bei J. Guck mal, der Hund hier. Ja, aber. Ja, aber noch ist er nicht da. Noch ist er nicht da, aber er hat schon Witterung aufgenommen. Ja, jetzt sind wir schon so, jetzt mit dem roten Würfel das Skelett spawnen lassen. Eine 4. Ja. Mist. Und dann werden sicherlich alle Skelette wieder hingestellt. Ja. Ja. Scheiße. Und wir können uns wieder nicht bewegen. Und hatte ich das mir nicht was zu essen gegeben? Ja. Warum habe ich das nicht mehr auf meinem Tableau? Im Kochtopf wahrscheinlich. Du hattest doch was zu essen. Achso, nee, ich wollte dir was geben. Siehst du, ja. Ich würde schon sagen, hey, mein Freund, her mit dem Essen. Ja, jetzt müssen wir nämlich essen. Ich esse was. Ja, ja. Ich esse auch. Ich hätte gedacht, ich hätte was gegeben. Ja. Aber das haben wir irgendwie vergessen, glaube ich. Aber wir wollten es eigentlich machen. Wir kommen wieder zurück, genau. Okay, und die Brunnen, Quellen werden bereit gemacht. Wo wurde eine Höhle entdeckt? Da hinten, da kommt eine neue hin.
Und dann geht's wieder los mit hier der Kriegerin. Da. Die Frage aber ist, es kommt auch noch ein. Soll ich mir wirklich jetzt wählen? Naja, richtig. Ein neues Sternenkraut. Um hier rumzulaufen, ja, ne? Dann sammle ich die Sternenkräuter ein. Ne? Oder ja, soll ich müssen, zu euch kommen? Wir müssen kämpfen, aber du kommst aber da ja nicht. Ich komme da nicht hin. Ja. Ich bin ja, aber jetzt hast du genug Willenspunkte, oder? Ja. Wo hast du die jetzt? Ach, weil du hast gegessen. Ja, ja, dann haut es ein Skelett um und sammelt das Essen und die Waffe so da. So leicht war das eben schon gesagt. Ganz ehrlich. Okay, wer ist dran? Hier. Ich. Und zwar kämpfen wir jetzt. Und zwar gegen. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen. Ja, weil den. Die sonst alle in unser Lager rennen. Wir kämpfen jetzt mal gegen den. Ja. Also wir, jetzt nicht mehr wir beide, acht, ne? Lila war und Blau. Letzte Runde. Ja, ja, ja. Lila und Blau. Wir kämpfen genau. Eine Stunde. Ich habe eine, ich drehe wieder um. Ich habe eine 5 plus 2, 7. Ich habe 10 Punkte. 17 gegen. 17 gegen. 17 gegen 12. Ja, 5. Müssen wir noch eine Stunde weiter kämpfen. Müssen wir wohl machen. Sonst hat es ja gar nichts gebracht. Mhm. Habe ich leider nur eine 6. Sieht auch nicht so richtig gut aus. Oh, echt nicht? 3 und diesmal nur plus 2, also 5. Oh Gott, wir haben gerade mal 11. 11, oh. 10. Nein, es ist. Du hast schon wieder hier. Oh, es ist 8. Aber ist es nicht, wenn wir. Du hast da noch einen Bild. Ja, du hast da mit 3 Würfeln gewürfelt. Du darfst nur noch mit 2 würfeln. Ah, ja, Entschuldigung, das war galt nicht. Der nee. Der Ja, super. Es sind aber trotzdem 11. Wir haben 11. 11 zu 11. Oh, wir sind fast noch schwach zu zweit. Ja. Aber das war jetzt auch ein schlechter Wurf. Eine du, Stunde hast machen wir noch. Stimmt, noch. Die könnte ich einmal anwenden. Plus 2, ich sage neu. Stimmt, die musst du einsetzen. Ja, einmal plus 2. Da musst du sie jetzt einsetzen. Hättest du eben einsetzen. Aber du kannst sie ja jetzt noch einsetzen. Ja, gegen so einen Typen, den brauchen wir doch für sowas hier. Das sind doch eigentlich. Ja, ja, das muss ich nach meinen. Das haben wir jetzt verpasst. Das sieht auch nicht gut aus. Okay. Komm, wir kämpfen eine dritte Runde, wir müssen noch eine Stunde. Denk dich doch mal an, rubbel doch mal deinen Zauber. So, jetzt. 5, 7 habe ich. Ich habe 5. Du kannst ja nicht weniger als einen Zauberer haben. Ich habe ja nur 2 Sterne. Sind 12. Ohne mein Pferd. Mein sind 12. Oh, wir lassen das. Oh, das kann nicht sein, wir haben 3 Stunden des Tages verschwendet. Und nicht gegen so einen immer noch Typen dazu war gerade 0 zu. Also ich glaube, wir haben echt zu wenig gekillt, weil guck mal, ne, das war einfach der Zähler, wir haben viel zu früh. Wir hätten da vorher mehr aufräumen müssen. Ja, wir müssen jetzt halt aufräumen. Der Waldläufer kommt jetzt zurück, wir müssen jetzt aufräumen. Erstmal macht der Zwerg ja, hier was. Wollt ihr weiterkämpfen eigentlich? Nein, oder? Sollen wir weiterkämpfen? Mhm. Aber. Der Waldläufer kommt hier und wir kämpfen zusammen, das war eh blöd. Wir machen jetzt erstmal nichts mehr. Gut. Verstehe, alles klar. Es waren halt 5 Lebenspunkte, aber das ist trotzdem, wir hätten wahrscheinlich schon früher aufhören. Ja, geht, man macht Fehler. Wir hätten gleich auf Verstärkung warten sollen. Es ist ein kooperatives Spiel, was man eben halt erstmal. Wir passen, also wir ruhen uns erstmal kurz aus und denken über unsere groben Fehler nach und du versuchst von dem Skelett zu befreien. Und los geht's. Mit 2. Mit 2, ja. Okay, das sind. 8. Okay, Skelett noch. Das sind 9. Verlierst einen Willenspunkt. Weiterkämpfen. Nochmal. Zweite Stunde. Scheiße. Das hat so gut angefangen. Ja, wir haben uns hier aufgeteilt. Wir hätten einfach zusammen die Leute. 7 hast du jetzt nur. Wir haben zu früh. Du hast nur 7 Skelett. Ja. Bleib mal beim Kampf. 6. Ein, überwunden. Ja, überwunden immerhin. Das ist echt das Problem, was wir haben. Wir haben die Skelette zu früh bekommen. Dadurch haben wir uns hier blockiert von den Leuten. Gut, aber du kannst trotzdem jetzt da rüber springen. Ich nehme erstmal das Ding. Ja. Vier Punkte und reitest dann 1 rüber. Eine Stunde reiten. Ja, und jetzt müsst ihr das. Die müsst ihr alle und jetzt kämpfen wir alle 3. Das heißt, eine Stunde für uns 3. Also, du löst den Kampf aus. Blau, lila und grün kämpfen zu dritt gegen diesen blöden Bergskral. Das muss jetzt erst lassen. Eine 6, ich habe 8. Oh, super gut. Ich habe 10. Jetzt hätten wir ja noch zu zweit geschafft. Jetzt kann ich ja wieder meinen Pferd benutzen. Ich bleib bei der 5 ja, und ich habe 9 Punkte. 10, der 18. Ist ja wieder aufgepumpt. Ja, ja, 27 haben wir. Hätten wir gar nicht gebraucht, ne? Jetzt hätten wir nicht gebraucht. Ja, 12. Ja, 12 ist tot. Wir fühlen uns stärker. Also ich, jetzt brauchen, du brauchst jetzt auch mal einen Stärkepunkt. Wenn Pasco das Spielfeld betritt. Und wir haben einmal den Erzähler, aber passiert nichts. Sehr gut. Und wir können jetzt Willenspunkte aufteilen? Nee, wir haben ihr mal einen Stärkepunkt gegeben. Ah, wunderbar. Der Krieger ist noch zu schwach. Wir müssen immer noch dieses Skelett überwinden, weil sonst kommt ja gar nicht. Ja, jetzt komme ich dran, ich löse den nächsten Kampf aus. Wieder hier nur eine Stunde. Aber ja, wirklich alle? Oh. Alle dann ist Stunde. Die ja, aber der eine Kampf findet ja noch statt. Das eine passiert noch. Das ist ja egal. Der also wenn wir das noch umhauen, dann bewegen sich halt die Arme. Das Problem ist, dass der Typ hier zu mir rennt und dann kann ich wieder nicht mich bewegen. Aber wir müssen.
Was sollen wir sonst? Also willst du jetzt sagen, wir hören jetzt erstmal auf? Ja, warte doch mal, bis ich weggelaufen bin. Ja, okay, das war der eine. Ja, aber dann würde ich... Nee, das bringt nichts. Dann muss ich passen, geht es trotzdem eine Stunde weiter. Stimmt. Ja, gut, okay. Scheiße, dann kämpfen wir jetzt noch gegen den. Ja. Wieder eine Stunde nochmal. Das war am Anfang des Tages, war der Fehler. Die Skelette? Nee, wir lassen uns. Gleich. Sicher ist sicher, oder? Das vielleicht vernichten wir ihn. Zwei. Aber. Ja, aber. Oh, aber ist egal. Das macht's. Wir werden halt. Wir lassen uns nur ein paar. Ja, egal ist lesen, nicht. Ne? Aber ich drehe ihn wieder um. Ich habe 6. Ja, plus. Ja, 4. Ich würfel mal noch einen. Das ist ein neuer Kampf, dann bin ich mit meinem Pferd wieder. Ja, genau. 9 plus 6 sind 15. Und du hast. Kann nur besser werden. Ja. Yeah. 15 plus 10. 6, eine 10. Sind 25 auf das Skelett. Ich glaube, das ist vernichtet gleich. Ah, er sagt es nicht so. 5, der hat 8. Ja. Ist vernichtet. Das heißt, hauen wir raus. Ja, wir raus damit. Ganz raus. Wir brauchen schon wieder Essen. Wir brauchen wieder Essen. Ich meine, diesmal kann ich teleportieren, wir müssen zum Lager. Also ich kann einen mitnehmen. Ich würde das Lager Essen nehmen, weil wenn ich hier mal hin muss, oder? Genau, du brauchst Essen. Oder was ist noch so ein Trank? Trinkst mehr auch. Laufen? Mhm. Kampf. Ja, nimm das. Oder was haben wir denn noch? Den Falken? Aber was ist jetzt? Töten? Ja, was komm, lass uns den mal ganz umbringen. Ja, lass ihn umbringen. Machen wir mal. Wir bringen eins ganz um. Es kann ja nicht so sein, dass man das mit gar keinem machen darf. Okay. Geh. Die Legende ist verloren, wenn die Karte des Volk der Berge 3 bis jetzt noch nicht vorgelesen wurde. Soweit, so gut. Ein weiteres Skelett stellte sich in den Dienst des Bleichen Königs. Er würfelt jetzt mit einem roten Würfel die Position von einem weiteren Skelett und stellt es auf das entsprechende Feld mit einem roten Würfelsymbol. Gut da unten. Hinweis, wenn die Bewegungsplättchen der Skelette aufgebraucht sein sollten, werden sie gemischt und erneut als Stapel bereitgelegt. Tipp! Wenn ein Held, dessen Zeitstein auf der vierten Stunde liegt, anstelle einer Aktion seinen Tag vorzeitig beendet, das haben wir zum Glück schon erfahren, wird dadurch das oberste Bewegungsblättchen nicht aktiviert. Daher kann es in Ausnahmefällen sinnvoll sein, auf die restlichen Stunden eines Tages zu verzichten. Wichtig! Wie die Legende auch ausgehen mag, lest auf jeden Fall am Ende euch die Karte N vor. Dort erfahrt ihr nämlich, wie ihr den Schwierigkeitsgrad variieren könnt. Super! Hätte vielleicht mal mit N angefangen. Wir haben es tatsächlich gewagt, eins zu töten und jetzt bewegen sich aber die Skelette. Habt ihr schon die zwei Kerzchen aufgedeckt? Ich habe hier schon die zwei Kerzchen. Also das obere, ist, wir hatten das ausgelöst, ich glaube ich jetzt. Gell? Das heißt, ich mache das erste. Ich nehme mal das obere. Jede Horde bewegt sich jetzt zwei Felder. Aber die sehen niemand. Das ist doch, die bewegen sich doch nur, wenn die jemanden sehen. Du kannst doch nochmal in die Skelette. Okay, aber die sehen uns doch. 1, 2, 3. Oh nein, jetzt sehen sie dich. Ja, du. Ich will nichts übersehen. Ja, genau. So ein Waldläufer müsste sich doch verstecken können. Und jetzt steht hier noch, ach, das untere. Ich habe das war, weil ich hier an der Klippe stand und gerade das untere, mal, weißt du. Das untere wird ja noch ignoriert. Ich dachte auch gerade, das sagt mir gar nichts. Okay, was passiert bei dir? Jetzt passiert... Was? Tja. Einzelne. Jedes einzelne Skelett bewegt sich jetzt zwei Felder. Okay. Das heißt, das kommt zu dir. Also die kommen beide zu dir. Das heißt, Alter, du über diesen Abhang springst. Du hast, jetzt eine Horde am Nacken. Aber ich einfach nur das Einzelne. So. Okay. An jeder Wand gerade ein Skelett. Ja. Das heißt, du kannst gleich die erste Runde wieder gegen ein Skelett kämpfen. Hunter? Ja. Mehrere sind eine Horde. Bin ich dran, ja? Eine Stunde kämpfen gegen Skelett. Kämpfen, los, her damit. Ich hätte einfach mal in der Höhle, da hätte ich vielleicht nicht so schön stark, aber ich habe 6. Also 10. 10 gegen 8. Überwunden. Und der Waldläufer kommt dran. Und was machst du jetzt eigentlich? Ja, ihr müsst, also hier darf nur eins durchkommen, also ihr müsst die beiden noch töten. Ah, nee, eins müsst ihr töten, weil der kann ja hier hinstehen. Der wird durchkommen. Aber der hier, das geht so. Du kannst schon mal eins reiten, dann bist du auf dem Feld, wo dann beide rankommst. Und dann können wir da rüber und dann machen wir die Reihe nach da weg. Dann bewegen sich nochmal aber die Skelette. Ja. Du läufst eins darüber, ja, mach. Wenn wir jetzt zu viele killen, dann kommst du nicht mehr nach da. Ja, wir müssen dann zumindest das da töten. Ja. Also gut, das können wir auch. Hey, geh nochmal zurück kurz. Dann machst du dich jetzt doch auf die Reise. Wir müssen es riskieren. Du reitest jetzt los und wir müssen es irgendwie schaffen. Wenn du nicht nach da unten kommst, haben wir sowieso verloren. Du musst jetzt da unten, soweit du kannst, nach da unten. Genau. Eins, zwei, drei. Halt, aber dann kurz unterbrechen. Du musst dann hier, also 1, 2. Und dann musst du kurz unterbrechen, aufdecken. Jedes einzelne Skelett bewegt sich jetzt zwei Felder. Danach bewegt sich jede Horde ein Feld. Oh, Glück gehabt. Also die bleiben hier und die Horde. Glück gehabt.
Ja, gut. Dann mache ich aber weiter mit du läufst jetzt einfach weiter. Nochmal 1, 2, 1, 2. Hier kommst du ja gar nicht rüber. Also nachher springen muss er. Ich muss springen. Ich muss hier über den Achter hier rüber. Oder wie? Mhm. Genau. Momentan hat er 13. Genug. Guck mal, 2, 12, so viel habe ich ja gar 4, 5, nicht. 4. Du, ich hab nee, du musst die nur haben. Nicht ausgeben. Ich muss die mal haben. Also ist schneller, wenn du hier rüber gehst. Dann gehe ich mal hier hin, ja, beende ich meinen Weg hier. Okay, aber du kannst vielleicht verlieren. Ah, aber das bringt jetzt... doch, jetzt ein Gegenstand. Jedes Mal Gegenstand. Nimm dir Essen. Essen. Oder Trinkschlauch. Dann kannst du 2 Felder umsonst reiten. Du hast ja noch Essen. Aber Essen auf sicher? Keine Ahnung. Trinkschlauch ist auch gut. Beides gut. Ich muss mich ja bewegen, oder? Ja, dann lieber, nimm einen Trinkschlauch. Weil wir diese Kacke hier am Hals. Ja, das ist super. Das spart man echt 2 Stunden, weil du kannst den halb leer trinken, ganz leer trinken. Okay, weiter geht's. Kriegerin, wir du reiten. Er kann nicht weiterlaufen. Du nimmst mich mit. Warte mal kurz, er kann nicht weiterlaufen, ja. Nicht wirklich, weil. Nee, das dann verliert er doch nicht mehr. Das Problem ist nämlich. Ja, aber. Ach so. Ich brauche ja 12, ich kann mich nicht. Nee. Na doch, jetzt habe ich den Trinkschlauch. Das Ding ist halt, warum ich das sage, ist. Weil sonst kommen die Skelette nämlich zu ihm und blockieren ihn. Wann denn? Ja, wenn die sich das nächste Mal bewegen. Die werden sich bewegen, nämlich nach Gelb jetzt. Weil ich gut Gelb werde, ich werde es. Du musst halt aufhören dann. Muss aufhören, ja, stimmt. Also einen müsst ihr aber noch töten, sonst gibt es... Ne, den da müssen wir töten. Ja, oder den hier. Oh, stimmt, den auch. Weil einer kann doch ins Lager gehen. Dann müssen wir jetzt eine Stunde reiten, du nimmst mich mit. Ich löse den Kampf aus. Nochmal eine Stunde, weil ich bin dran, ich löse den Kampf aus. Wir müssen den jetzt umhauen. Ziemlich schnell. Ihr, die super starke Truppe. Ja, wir sind eins stärker geworden. Wir sind motivierter geworden. Und sie hat wieder ihr Gaul dabei. Und hier. Ich habe nur eine 6. Ja, und du hast eine 11. Möchtest also du jetzt 17. deine plus 2 mal reinhauen? 11, 17, wie viel? Nee, jetzt sind wir eigentlich ganz gut, oder? Das können wir nicht. Also willst du oder wo? Nee, dann ich will die Axt nehmen. Ja, dann hau weg, genau. Ja, bevor wir tot sind. Genau. Okay, dann haben wir jetzt 19. Ja. 19 plus 11. 11. Das heißt, es wären 8 abgezogen. 1, oder? Nee, stimmt das? Ja. Was? Wir hatten 19, er hat 11. Ja, stimmt, ja. Ja. Das heißt, wir müssen noch Überstunden machen. Ja? Jeder 2 Willenspunkte weg, so leid es mir tut. Und wir müssen ihn jetzt besiegen. Ja, oder noch eine Stunde. Ich darf umdrehen auf eine 6. Ich habe 8. Du hast. Leider aber nur 9, genau. Es sind wieder 17. 17, das muss doch reichen. Reicht. Kein Pasch, ausgezeichnet. Er ist tot. Wir kriegen Willenspunkte oder Stärke. Hast du noch was zu essen eigentlich? Das heißt, ich teleportiere uns zurück am Ende des Tages. Das heißt, ich muss nochmal Überstunden machen zum Teleportieren. Du brauchst auch Willenspunkte. Wir brauchen beide. Ja, dann geben wir uns jeder 3 Willenspunkte. Weil wir müssen noch mehr Überstunden machen. Wenn wir streng nach Reihe spielen, das machen wir, musst du nämlich passen, bevor ich teleportieren kann. Egal, du bist dran. Was soll ich überhaupt noch irgendwas machen? Du kämpfst gegen das Skelett eine Stunde. Ich könnte dagegen kämpfen eine und dann Stunde. Hier aber rüber, dann aber dann kriegst du das Ereignis, was vielleicht schlecht ist. Na und du kannst auch nicht rübergehen, weil dann bewegen sich nicht die rüber. Skelette. Ja, dann lass ich das, ich geh ins Bett, fertig. Aber du kannst ja noch einen, achso. Kriegst du irgendwie okay, du hast recht. Wir hätten doch diesen... Ich hab Essen. Nee, ich hab keinen. Du hast nämlich kein Essen, aber du kriegst... Oh. Aber ich brauche ja nur, ich verliere nur 4. Okay. Also wobei ich dann wieder nicht über die scheiß Schlucht komme. Nee, aber das geht dann nicht. Du musst ja theoretisch auch nicht über die Schlucht. Doch, er muss. Achso, das stimmt, er muss theoretisch gar nicht über die Schlucht. Er muss nicht über die Schlucht. Er will so gerne, dass sie einsam ist. Das ist auch okay, du hast die Skelette, das kann auch eine Taktik sein. Du hast die da einer gefesselt. Zieht die Skelette in die Berge und beschäftigt die da. Genau. Sagtest du sogar lass eine Taktik. Lass den Zwerg in die wenn du die wenn du jetzt noch mal ablenken. Du kannst, wenn du jetzt noch auf dem Höhlenfeld stehen würdest, wäre das wirklich eine Taktik. Ja, aber ich meine, was soll, ich kann halt nichts noch machen, weil sonst... Ja, du machst auch nichts. Du bleibst gut, also dann ins Bett. Du gehst jetzt ins Bett. Du gehst ins Bett. Und nee, ich gehe jetzt mit meinem Schlauch. Mit meinem Schlauch gehe ich jetzt weiter. Ja, okay, du kannst 2 Felder laufen. Wenn ich den ja. ganz austrinke. Bevor noch eine Ereigniskarte kommt, du hast recht, geh darüber. Zwei Felder. Eins. Zwei. Du hast recht, ja, es so kommt eine Ereigniskarte, jeder von dir 2 Ja, auch die Skelette hier. Ja, wenn die ihn festhalten. Die dürfen, die sehen aber jetzt hätte, wenn wir das gewusst hätten, hätte er natürlich auch weitermachen können. Nein, weil er hätte nur einen noch zu Boden werfen oder töten können und hätte dann sich mehr bewegen können, weil dann wäre von der Ah ja, aber das macht er nicht. Die, ja, stimmt. Die einzigen, die stehen, ist die Horde. Ja, aber die hätten ihn ja dann aufgehalten. Aber du hättest ja jetzt eine Stunde gewartet. Eine Stunde gekämpft hätte er. Eine Stunde gekämpft. Okay, dann. Ja, dann mache ich das. Ja, dann kämpfst du noch die eine Stunde. Sind 9. Vielleicht habe ich ja Glück. Keine 6. Kein Pasch.
Okay, dann ist Gleichstand, ist okay, oder? Ja, passiert nichts. Wird es umgeworfen oder nicht? Nee. Passiert einfach gar nicht. Passiert nichts. Dann okay, dann musst du jetzt aber leider aufhören. Ja, dann. Du bist jetzt weggeritten, das hatten wir schon. Ja. Ah, bist du wieder dran? Nee. Du musst eine mein Stunde Video. Warten, ja, leider, auf mich. Das ist trotzdem günstiger. Kann ich mich noch der Alten mitnehmen? Das heißt, du verlierst nochmal 2 Willenspunkte, ja, dann komme ich. Ich verliere auch nochmal 2, weil ich halt. Was macht ihr denn hier für meinen Portalzauber hier benutzen muss. Ja, die Beste, das Pferd kackt auch viel. Ja? Aus Erfahrung spricht, das muss natürlich auch aufhören. Ich habe uns ins Lager teleportiert. Ja, ich weiß, würden ja, wir verhungern. Wir würden verhungern. Ihr seid im Lager, aber. Ja, aber mehr konnten wir nicht machen. Doch, ja, ja, das? Der hätte sich sonst übersprungen. Ja, ja, okay. Der hätte sich passt. Aber hier laufen wir ja auch zwei. Der ist ja, ja, jetzt Ruhe auf den billigen Plätzen. Nee, das funktioniert nicht. Der Krieger kann jetzt weiter kämpfen, weil hier passiert nicht mehr viel. Kämpf. Wieso soll ich kämpfen? Na doch, du jetzt haben wir doch eine Situation, ja, wo du den Tag nutzen kannst. Gut, ja, also. Der hat diese Särge, wirklich. Man hat ihn gerade erklärt. Schon wieder einen Humpen getrunken. Ja, jetzt hat's geklappt. 9, 7 ist überwunden. Ja, jetzt darfst, ja, aber es hat trotzdem eine Stunde gekostet. Ja, wir decken das mal sicherheitshalber auf. Alles jede Horte bewegt sich 3 Felder. Aber wo will die hin? Die sind zu weit weg. Sie sehen mich. Die sehen keinen von uns. Wunderbar. Das ist nämlich das heißt, perfekt. Du gehst jetzt ins Bett, oder wie? Du gehst jetzt ins Bett. Ja. Ich darf ja noch nicht dahin. Nee, du darfst nicht. Ich könnte aber noch eine Überstunde machen und mir so Nebelplättchen anziehen. Nee, da ist es. Ich würde einfach, mach doch nicht unnötig. So, ihr seid, jetzt geht ihr auch schon. Wir gehen auch beide ins Bett, zuerst blau, dann ist es eigentlich egal. Und jetzt kann ich ja noch machen, was ich will, weil die habe ich jetzt alle überwunden. Das kann ich einfach machen. Du springst jetzt darüber schnell mal. Aber da ist so eine eigene Karte. Ja, die wird jetzt halt auf. Die muss, aber guck mal, ihr seid doch, es kann doch nicht so schlimm sein. Alle Skelette werden wieder. Einer der Helden glaubte kaum mehr an den guten Ausgang des Abenteuers. Ja, stimmt. Vielleicht waren die geraubten Bauern längst Opfer der schrecklichen Rituale der Krader geworden. Vielleicht war all dies sinnlos. Und wenn schon, genau, das ist die richtige Einstellung, die richtige Und Karte. Wenn schon. Noch floss Blut in ihren Adern, noch waren sie nicht geschlagen. Ey. Das ist wirklich geskriptet. Na. Der Held mit dem niedrigsten Rang steigt jetzt wieder auf 14 Lebenspunkte. Oh, super. Ja. Perfekt. Ich sag dir sehr doch. Sehr schön. Ja, okay. Es kann gut, nicht so schlimm sein. Nicht alles, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du gleich weiter auf das Feld. Das kann ich doch da... Ey, ja. Ich kann dahin mit Willenspunkte holen und dann das hier, ja, dann, machen. Okay, dann mach das. 2 Willenspunkte. 3 Willenspunkte. 3 Willenspunkte. Jetzt machst du aber gleich Überstunden. Oder du machst halt 1, hier Pause. Aber auf der anderen Seite mach doch hier kurz Pause und holst doch morgen. Ist doch egal. Aber ich habe auch nichts zu essen. Weil du hast halt 3 Würfel dann. Ich habe nichts zu essen. Oh, okay, ja, dann machst du 2 Überstunden. Genau. Ja, 2 Überstunden und jetzt krieg ich alles. Du kannst alle pflücken. Alle 4 Sachen. Ist das ein gieriger Zwerg? Ja. Und die Waffe nimmst du auch gleich. Und das ist die Waffe nicht auch noch. Und nach eine Waffe. Ui, guck mal hier, so ein und jetzt gehst du bitte ins Bett. Genau. Und ich habe hier diese eisernen Handschuhe. In einer Kampfrunde 2 Würfe mit einem beliebigen Wert addieren. Kann nicht vom Bogenschützen verwendet werden, übrigens. Das ist nur was für echte Zwerge. Okay. Ja, wie soll ich mit den eisernen Handschuhen? Okay. Nacht ist und alle schlafen gegangen, eigenes Karte. Ja. Ja. Nochmal so eine bitte. Eiseskälte ließ die Quellen gefrieren. Nein, das ist gar nicht so. Dreht alle Quellen auf die grauen Seiten und legt ein rotes X auf das Symbol. Quellen erfrischen. Hier, Quellen erfrischen. Ja, es kommt einfach. Es gibt keine neuen Quellen. Es gibt keine neuen Quellen. Nein, das ist zu verschmerzen. Okay. Hier habe ich die noch ausgezüffelt. Vagorla. Wenn ihr dieses Symbol das nächste Mal ausführt, werden die Quellen nicht aufgefrischt. Danach wird dieses X entfernt. Okay, die Vagos laufen. In unser Lager. Der erste ist drin. Das ist der eine, den wir durchlassen dürfen. Das war's. Die beiden sind gelaufen. Die sind gelaufen. Jetzt das erste Mal. Die Typen hier. Ja. Dann läuft der Typ. Oh, alles gut. Und dann laufen sie wieder mit dem Kleinen. Ja, gerade geht's noch. Gerade so. Mit dem Kleinen. Passt genau. War gar nicht klar. Ja. Ja, Manometer. Hey, sogar noch Platz. Ja. Also ich habe echt schon gedacht, wir schaffen es. Wir werden schon. Ich dachte wie schon die Karte sagt, der eine sagt, das ist alles sinnlos. Nein, ist es nicht. Wir müssen Essen abgeben. Guck oder mal. Auch nicht, wenn man schön im Lager. Oder wenn man im Lager ist. Nicht, ja. Laut wird übrigens nicht darauf gelegt, das ist wirklich jetzt. Ja, ich könnte, wenn ich das mache, ich könnte entweder Willenspunkte haben, ich kann nicht mit 3 Würfen werfen oder noch einen Stärkepunkt. Stärkepunkt nehmen oder Willenspunkt. Wir brauchen jetzt Kampfkraft. Aber ich habe ja, krieg dann halt 3 Würfe, dann 3 Würfe. Ja. Ist besser. Auch nicht schlecht, ja. Ich weiß nicht. Aber das verliere ich vielleicht auch wieder. Ja, Stärke. Ja, Stärke. Dann wächst Kraut wieder nach. 1. Das kann ich gleich wieder einsammeln. Ja, du gieriger. Und dann. Skelette. Dann wird nichts aufgefrischt. Skelette hatten wir hier keine. Aber die werden hingestellt. Und der Erzähler bewegt sich eins. Du musst jetzt noch einen Tag da rumhängen.
Egal. Nee, wir müssen einen killen, dann muss er dann... Achso, richtig. Du gehst rüber und dann töten wir einen. Perfekt, ja, klar, ja. Stimmt. Okay, los geht's. Bei Grün, du läufst ein Feld darüber. Ich lauf ein Feld hier rüber. Wirst da kurz abwarten. Ja. Jetzt kommst du. Ja, ja, ihr killt diesen komischen Troll. Den wir, der ist ein bisschen... Ja, aber den schaffen wir nicht. Den werde ich... Wir müssen ihn aber. Ich tue den mit dem Licht sauber, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Den schaffen wir zu zweit nicht. Ehrlich nicht. Ich kann den mit dem Licht sauber jetzt... Also ich... Du musst erst mal, aufhalten und der Zwerg. Du kannst schon mal da wieder hinreiten, weil die werden wir dann töten. Halt, aber lass mich hier. Dann reit nur eine Stunde. Reit nur eine Stunde. Ja. Nee, reitet doch hier zu. Nee, wir müssen den wegmachen. Warum denn? Weil das sonst ist lange. Wir haben es doch denn schon geschafft, oder? Quatsch, nein, kommt da erfahren wir erstmal nur, was die Inschriften an der Wand sagen. Was ist das? So einfach ist es nicht. Ich bin doch der mit dem zweiten Gesicht. Wir haben es dann geschafft. Ich sag euch das doch. Also, aber auch kurz aufpassen. Sie reitet eine Stunde. Ich benutze ein Lichtzauber, kostet auch eine Stunde. Und jetzt verzauber ich den auf ein angrenzendes Feld. Das hier grenzt auch an, da haben wir fast 2 Tage gespart. Ich zauber den hier in die Berge. Sehr das gut. Grenzt nämlich an. Sehr ja. Okay, dann bist du dran. Ja, mit meinem Lichtzauber. Ich mag ja, du hast ja jetzt was drauf. Ja. Ja, und ich kann hier einfach, also erstmal sammle ich einfach das ein hier, fertig. Und jetzt könnte ich auch hier, guck mal, da kann ich auch, wenn hier dann die Skelette kommen, kann ich die alle hier weghauen. Du gehst einfach für einen. Weil ihr, also ich, oder soll ich jetzt hier jemanden töten? Nee, oder? Nee, keine neuen Monster holen. Also eine Stunde hast du gemacht, ja? Sicher was zu essen. Das ist der Höhlenwicht. Der Höhlenwicht. Oh ja. Na dann schauen wir mal. Oh. Sicher was Gutes. Ehe der Held reagieren konnte, packten ihn kalte, feuchte Hände. Bestimmt was Gutes. Ein Höhlenwicht. Du Wicht. Mit aller Kraft versuchte der Held, sich dem Griff zu entziehen. Ein Held, der ein Höhlenwicht aktiviert hat, lässt dieses Höhlenbettchen auf dem Feld liegen. Da ist der Höhlenwicht drin. Um sich zu befreien, muss er in einer Kampfrunde den darauf abgebildeten Wert übertreffen. 12, okay. Bei Gleichstand, kann ich das überhaupt schaffen? 5? 11 hast du, kannst du nur schaffen. Du hast mit deinen Handschuhen kannst du 2 Würfel addieren. Stimmt. Bei Gleichstand nicht den Kampf geschieht nicht. Solange der Höhlenwicht nicht besiegt ist, kann eine Aktion laufen nicht mehr gehen. Okay, ich bin da fest. Aber gut, ich bin ja eh. Kämpfst jetzt gegen den, ja. Andere Helden hinzukommen, mit dem gemeinsam kämpfen. Gibt's keine Belohnung und der Erzähler geht nicht weiter. Das war's. Okay. Also, das heißt einfach, ja, ich habe den Höhlenwicht aktiviert, das ist aber nichts Gutes. Also aber das Ding ist, ich habe hier plus 5. Würfel mit 3. Ja. Ach, stimmt. Ich bin der perfekte Höhlenwicht-Bezwinger. Das stimmt. Du sagst einfach, ey, das ist meine Höhle, du Wicht. Ne? Okay, du musst passen. Ich muss passen. Und Mann. Du reitest jetzt weiter. Ich reite weiter und ich nehme dich mit. 2 Stunden. Für Blau aber nur. Und jetzt löse ich einen Kampf aus. Seid nochmal eine Stunde für Blau und Lila. Okay, jetzt hauen wir den direkt um. Warte. Ich habe 7. Lass mich ausholen mit meinem Pferd. Der hat doch nur 6 hier. Oh. Was war mit diesem? Aber du hast doch hier. Ach nee, der. Nee. Du hast doch hier. Scheint eine 4 zu sein. Ja. 4 plus 5, 9. Plus 7, 16 für uns. 16. Oh nein. Der hat aber 8. Der hat 18, 8. Ja, das reicht trotzdem. Reicht das trotzdem. Ist weg. Kaputt. Was wollt ihr für eine Belohnung? Ah, 3 Willenspunkte dürft ihr mal verteilen. Ja, also. Ich nehme mal einen. Und du mir auch. Reicht eigentlich. Ja, dann nehme ich 2. Genau. Okay, und jetzt J, und da stehst du, richtig? Du stehst, ja. Die Legende ist verloren, wenn der auserwählte Held jetzt nicht auf Feld 260 steht. Aber er steht drauf. Da. Er steht drauf, genau. Stellt den bleichen König auf Feld 268, 268, stülpt den Markierungsring über den Erzähler. Es hat niemand gesagt, dass der Typ neben mir steht. Aber guck mal, wir stehen da eigentlich. Guck mal, wir gehen jetzt hin. Okay, das war noch nicht alles. Der bleiche König spürte die Gegenwart der Andori und erhob sich. Ein lautloser Schrei entfuhr seiner Kehle. Er selbst war einst ein Andori gewesen und sein Hass auf sie war tief und schwarz. Besonderen Troll hegte er gegen. Deckt eines der noch übrigen Heldenwappen auf. Der so ermittelte Held ist der Zielheld. Der darf nicht sterben. Wann immer sich der Erzähler von nun an bewegt, bewegt sich der bleiche König 5 Felder auf kürzestem Weg in die Richtung des Zielhelden. Andere Helden ignoriert er. Erreicht er den Zielhelden, ist die Legende sofort verloren. Bitte der kann auch springen. Nicht der Zwerg, bitte nicht der Zwerg. Gelb. Blau. Wir müssen den gleichen König besiegen, bevor der Erzähler den Buchstaben N erreicht hat. Ja? Besiegen? Ja. Der bleiche König hat folgende Kampfwerte: 4 Spieler, 26. Ist dem seine Kampfwert. Sie müssen halt alle zu dritt dahin. Er hat 8 Willenspunkte, würfelt mit 2 großen grauen Würfeln. Gleiche Würfelwerte werden addiert. Falls er auf unter 7 Willenspunkte fällt, hat er nur noch 1 großen grauen Würfel. Oh, lest jetzt die Karte Rahls Zeichnung vor.
Einer der Helden betrat die finstere Höhle, Stille umgab ihn. Die Wände waren glatt und leer. Nein, da war etwas. Der Held trat näher. Feine Linien tauchten auf und wurden stärker. Als ob die Farbe vor Jahren vom Stein eingesogen worden war und nun wieder zum Vorschein kam. Der Held erkannte immer mehr Details. Rahl der Seher hatte den bleichen König gemalt und dessen Skelettkrieger. Und dann dort am Rand sah der Held noch etwas und stockte der Atem. Rahl hatte eine Gruppe von Figuren gezeichnet. Es konnte kein Zweifel sein. Gott. Dies waren die Helden von Andor. Das sind wir. Jetzt sah das Bild voller Profil. Farben. Was Gutes oder was Schlechtes ist. Erkannte er, dass Rahl im Hintergrund einen Wald gemalt hatte. Mussten sie dem bleichen König im Wald begegnen, wenn sie ihn besiegen wollten? Nein. Nur wenn der Zielheld dem bleichen König auf einem Feld mit einem roten Würfelsymbol begegnet, ja. Schlägt dieser den Helden nicht sofort. Okay. Nur auf einem solchen Feld können die Helden versuchen, ihn zu besiegen. Okay. Alles klar, wir müssen den Wald locken. Du musst dahin, der rennt ja zu dir hin. Und dann kommen wir alle um. Fertig. Wir müssen sowieso hier Leute auf. Ja, kommt einfach hierher. Wir kommen alle zurück. Ja, leichter gesagt. Wer ist dran? Wer hat das getan? Ja, du kämpfst jetzt eine Stunde gegen den Höhlenwicht. Aber du hast ja plus 5 und 3 Würfel. Wer ist denn überhaupt dran? Ja, du. Oder? Wer hat das gerade gemacht? Ihr habt es umgehauen. Ja, ja, ich bin dran. So, ich habe 3 Würfel plus 5. Das heißt, ich habe schon mal 10. Ich muss ja nur 12 erreichen, hallo? Hier. Okay, Höhlenwicht tot. 13. Du kannst geschafft. Also nachher weiterreiten. Dann dreht ihn um oder kommt aus dem Spiel. Der kommt weg. Nee, der kommt, glaube ich, dann. Ja, genau, der kommt weg. Das ist jetzt seine Höhle. Besiegt der Höhlenwicht aus dem Spiel. Ein neues Höhlenblättchen wird sofort aktiviert. Ein neues kommt. Du hast jetzt quasi erst so ein Kristall freigeschaltet. Ja, jetzt habe ich den besiegen, jetzt kann ich die Höhle quasi plündern. Die sind auch gut, die Kristalle. Da kann man, das ist so ähnlich wie mein Zauberspruch. Wenn es jetzt nochmal knapp wird, kann man die ablenken. Okay, dann ist der Waldläufer dran, der reitet einfach so weit er kann. Achso, die Skelette. Ja, okay, was sollen wir machen? Ja, ihr müsst alle zurück. Wir müssen jetzt, wo wollen wir uns hintreffen? Hier. Hier irgendwo. Ja, du musst zurück, weil wir müssen ja auch die killen, nicht, dass die ins Lager rennen. Okay, du kannst laufen, weil du bist ziemlich weit von den Skeletten noch weg. Ja, aber die kommen zu uns. Nee, nicht da, ich würde rüberspringen wieder. Eins, zwei. Erstmal. Wann willst du jetzt erstmal warten? Wann läuft dann warte doch jetzt erstmal kurz. Wenn der Zähler sich bewegt, ne? Ja. Dann warte jetzt erstmal kurz ab. Du kannst ja nachher auch weiterlaufen. Können wir immer noch überlegen. Jetzt, ach du stehst schon auf Kippe. Okay, das heißt, warte mal, sie bewegen sich jetzt eh. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, du, Leute, ne, nach 2 gekillten Monstern ist der schon bei uns. Ne? Genau. Aber ist vielleicht doch gut, wir wollen ihn umlegen. Also, das heißt, ich komme so schnell da nicht hin. Wir gehen jetzt einfach hier erstmal zurück. Ja, wir schaffen den. Eine Stunde, du reitest, nimmst nicht mit. Jedes einzelne Skelett bewegt sich jetzt 2 Felder. Haben wir nicht, wir haben nur Horden. Genau. Perfekt. Ja. Okay, dann bin ich dran und ich passe erstmal. Du hast mich ja mitgenommen. Das ist eigentlich das Gleiche, wie wäre ich selber gelaufen. Und die Jungs, die kommen nicht, guck mal, der bewegt sich zuerst nach da, dann bewegen sich die da und dann bewegt sich der nochmal und ist im Lager. Aber wir müssen noch einen noch töten, oder wie? Also sind wir doch dahin geritten. Seid dahin gelaufen. Okay, dann sind wir dahin geritten. Ich löse jetzt den Kampf aus, für jeden nochmal eine Stunde, blau und lila. Ja. Oh, ich muss mal umdrehen, habe ich eine 6. Blau und lila bitte eine Stunde. Ja. Achso, nochmal. 5 plus ist wieder der erste. 5 plus 5 sind 10, 16 für uns. Und der hat? 12 zusammen. Also sind also 4, nur 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal eine Stunde, dann laufen die Skelette. Aber was sollen wir tun? Wir müssen. Ja. Wir müssen riskieren. Ich habe ja auch nichts zu essen. Ja, aber ach so. Du auch nicht. Ja, aber wir können. Geht noch, ja. Aber ich komme zu euch und kann euch Zeugs nehmen. Ja, genau, okay. Eieiei. Ah, ja. Ich kann wieder umdrehen auf 5, ich habe 7. Ja, 3er Triple Pasch Ding. Du hast nur 6. Sind 13. Ist nicht so gut. Ganz schlecht würfeln. 13 plus 10, verliert er 3. Jetzt muss ich kurz die Bewegung machen und dann kämpfen wir noch mal eine Stunde. Ja. Jedes einzelne Skelett bewegt sich ein Feld, danach jede Horde um ein Feld. Aber nur ein Feld? Nee, die kommen nicht. Ein Feld. Aber die sehen euch. Was ist kürzer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber dann können wir auch sagen, sie laufen dahin, oder? Ja. Eine niedrige Zahl. Ah ja, okay, alles klar. Und die gehen hier. Ach, sehen die? Die sehen uns gar nicht. Ja, und wir müssen es jetzt riskieren, richtig? Ja, ja. Ihr müsst es kämpfen. Wir müssen den töten, das heißt, du verlierst 2 Stunden. Die sehen dich aber. 2 Willenskraft. 1, wir kämpfen nochmal. Ich habe wieder 7. Oh, ich hätte gerade nicht mehr töten. Oh. Okay. 7 plus. Das ist 9. Also 16. Nur kein Pasch. Okay, 11 passt. Okay, der ist weg. Gut. Das heißt, der Erzähler bewegt sich, ihr kriegt wieder Willenspunkte.
Dann so. Machen wir brauchen jetzt alles auf Kampf. Du holst dir auf jeden Fall 2 Willenspunkte und ich hole mir 4. Der Kollege läuft jetzt Richtung dem Zielheld. Vielleicht bräuchte halt auch noch mal einen Stärkepunkt vielleicht. 1. Ja, wird schon. 2. Du kriegst dein Schwert 3, noch zusammengebaut. 4, 5. Ein Hit und wir hauen den um. Ne? Ja. Jetzt ist schon auf der Brücke, ja. Ja. Mhm. Ihr müsst also doch irgendwie in diesen Wald kommen und wir da auch. Sonst auf jeden Fall ohne. Das war jetzt. Du bist dran. Ich verliere nochmal. Ich bin dran. Ja. Ja, ich kann ja nicht durch die Skelette durchlaufen. Nee, du läufst an denen vorbei. 1, 2, aber komme ich denn da, kann ich denn da irgendwie hinkommen? Mit 10 Willenspunken kannst du rüberspringen. Du hast ja. Ja, aber ich meine, ich muss ja bis zu dem Wald kommen, damit ich die Möglichkeit habe. Ja, 1, 2, wie viele Stunden kannst du noch laufen? 1, 2, 3, 5 auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Ja, du machst 6 Stunden. Ich nehme dich aber mit, wenn du jetzt läufst, kann ich. Nee, du machst heute gar nichts mehr, glaube ich. Ja, doch, du musst da hin. Das ist kein Muli. Du musst heute noch in den Wald. Ja, weil der ist. Ja, dann machst du halt Überstunden. Aber ich kann auch nur einen. Ich gebe dir das hier. Ja, ja. Dann kannst du sogar 2 umsonst laufen. Damit gilt bestimmt auch das Reiten. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5. Da wartest du kurz. Warte ich, ja? Ja. 3, 4, 5. Aber perfekt. Die Skelette haben sich hier bewegt wieder. Achso, und soll ich übrigens das hier? Nein! Soll ich das? Aber warte, wir können das nicht machen mit den Skeletten. Das können wir nicht machen. Du darfst erst morgen nachkommen. Ja, du musst zurück, so viel, dass du auf 4 Stunden bist. Ja, okay. Du kannst nur 4 Stunden. Also, wo warst du? 1, 2 kann er nur bewegen. Ja, dann kannst du nur 2 erstmal laufen. Aber das ist erst recht, das geht auf gar keinen Fall. Wobei, jetzt gehen sie zu ihm. Achso, ja, jetzt kommen sie zu dir. Genau. Ja, du kannst, aber das ist auch nicht gut. Außer er geht noch einen Schritt und pokert, dass die nur ein Feld laufen. Aber das würde ich nicht machen. Außerdem kann ich hier noch eine Höhle. Du gehst da rein und dann bist du auf der Höhle. Ja, aber das ist klar, dass sie dich dann festhalten werden. Ja, ja. Okay. Aber nee, aber die Skelette kommen jetzt. Machen? Ja, warten auf morgen. Aber morgen, der König wird. Dann müssen wir es riskieren. Und dann seid ihr tot. Wo laufen denn die Skelette hin? Zu dir oder zu uns? Nee, wir reiten ja noch in den Wald. Ja, ihr reitet in den Wald, dann seid ihr aber nur zu zweit gegen den. Ist das ein Problem? Ja, nee, die versucht. Sie müssen da nicht. Aber wenn du halt da festhältst. Nee, das ist kein Problem, der greift euch doch nicht an. Der kommt nur. Der kommt nur. Ich komm dann hin und dann. Dann macht Pause jetzt. Ja. Ja, also sonst kommst Pause. Du dann nie wieder weg. Aber das heißt, ich nicht hier, sondern hier. Genau, da stehst du. Und dann bist du dran und die Frage ist halt, gehst du ins Bett dann? Schon schlafen wahrscheinlich. Ne? Und du bist auch ins Bett. Nee, wir müssen jetzt noch zurück. Du musst jetzt Überstunden machen. Ich muss Überstunden. Nee, du nimmst das. Nee, genau, ich nehme das. Trinkst 2 Mal. Genau. Damit konntest du 2 Felder laufen. Können wir wieder auf die Tafel legen? Muss ich nicht Überstunden machen. Achso, eigentlich. Genau. Okay. Genau, du warst bei -2. Du warst bei -2. Und dann bin ich dran und ich gehe ins Bett. Genau, der Mann geht. Okay. Gelb geht auch ins Bett. Du gehst auch ins Bett und du gehst jetzt auch ins Bett. Ich kann auch was. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Höhle, wo es gar nicht so gut ist. Dann gibt es wieder eine Ereigniskarte. Alle sind im Bett. Alles in dem Bett. Habt ihr jetzt, aber ihr habt jetzt nichts zu essen, ne? Wir haben nichts. Ja, aber sie haben halt. Nee, aber wir überleben das. Ja, auf jeden Fall. Heißer Regen. Golden Shower. Nein. Jeder Held verliert 4 Willenspunkte. Ach du Scheiße. Ein Held, der aktuell auf einem Feld mit einer Höhle, dem Lager, beziehungsweise Trosswagen steht, ist geschützt. Wir haben doch dahin gegangen. Für niemanden. Leider nein. Also, ja, 4 weg. 4 weg, das ist eine Katastrophe. Bist du. Ich sterbe jetzt. Ne? Du stirbst? Aber ich. Verlier halt einen Stärkepunkt, aber man stirbt nicht mehr, also verlierst. Ja, du hast ja noch einen. Aber ich habe jetzt nur noch einen dann gleich. Oh Mann. Okay. Naja, ist so. Okay. Jetzt erstmal Vargor, Entschuldigung. Dann Skrale. 2. Dann Troll. Dann nochmal Vargor. Dann nochmal, nee, Quatsch. Nee, nicht nochmal, jetzt alles gut. Höhle irgendwo aufgedeckt worden, ja, da halt unten. Da kommt eine neue Höhle auf 249. Genau. Ja. Skelette stellen sich wieder hin. Gibt's keine. Die stehen alle. Dann das Essen. Essen. Ja, ich verliere 8. Bin tot. Ich kann mir jetzt nochmal. Und ich weiß, ich glaube, mit 3 fängt man dann wieder an. Das ich brauche auf jeden Fall die Willenspunkte, weil sonst komme ich nämlich nicht über dieses Ding hier. Du kannst drüber. Essen. Ja, habe ich ja auch. Deswegen kann ich dann 6, kriege ich 6. Alles gut, dann bin ich sogar hier drüber auf 14. So. Und der Erzähler läuft ein Feld. Ja, und jetzt kommt nämlich der gute Herr hier. 1. Nein, der ist jetzt bei euch. Das aber ihr besiegt euch nicht gleich, weil ihr auf einem Wald steht. Sonst wäre es schon vorbei. Okay, wir haben noch eine Chance, neuer ihr Tag müsst beginnt. Einfach jetzt müssen wir ihn einfach töten. Der Waldläufer muss jetzt kommen. 1, 2, 3, 4. Hast du über 10 Willenspunkte? Hast du nicht.
Das ist eine Katastrophe. Nee, ich, stecke da voll fest. Du, du kannst hier schön in deinem Turm. Ihr müsst ja dann die Skelette umhauen. Das kommt ja ich komme jetzt zu euch. Ich komme da nie wieder runter. Ich komme zu euch, wir müssen es zu dritt schaffen. Das Problem ist, ich komme von der Insel nicht mehr runter. Wie bist du denn auf die Insel gekommen? Na, vorher. Ich habe ja hier 4 und 8. Ich habe eben 12 Punkte verloren. Du kommst da nicht runter. Nein, er steht da für ist egal. Ich mit du auf passt, also du musst jetzt erstmal eine Stunde passen. Wir wissen nicht, was wir mit dir machen sollen. Er macht gar nichts, er kann nichts mehr machen. Das war irrsinnig, darüber zu springen. Ihr macht gar nichts, ihr wartet auf mich. Wir passen auch. Ihr passt auch, ich komme zu euch und dann töten wir ihn. Ganz einfach. Alles klar. Du reitest jetzt 1, 2, 3, 4, genau 4 Stunden. Nee. Oder so, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, auch eine. Aber das da muss ich aufdecken. Nein, ach so, das musst du. 2. Oh, plus 2, perfekt. Dann 3, 4. Bist genau auf dem Ding. Genau passt es. Und jetzt müssen wir ihn töten. Guck mal, ich habe dir die Schwertspitze, kann ich dir doch geben. Oh, vielen Dank, ja. Und jetzt setzen wir alles ein, was wir haben. Ja. Ich kenne dir vorher, auf was für eine Zahl stehen wir denn hier? Das sind 5, ja genau. Mhm. Ich könnte vorher noch, die Frage ist, aber das können wir nachher machen, ich könnte noch 7 Willenspunkte heilen, falls ihr dann mehr Würfel habt. Ich mich heilen? Ach nee, aber nur im Feld, ja. Ja, hier, easy. Für dich wäre das sehr gut. Ja, für mich wär's gut. Dann benutzen wir jetzt noch eine Stunde von mir und ich benutze meinen letzten Zauber und darf hier die 1er Stelle heilen und das sind auf einem 7er Feld, also 7. Mhm. Ist gut. Mhm. Und jetzt kämpfen wir. Jeder eine Stunde. Die Skelette bewegen sich. Aber erst, in eine Runde dürfen wir schlagen. So, und was kann der jetzt? Der hat 25. Der hat 26 Stärke und würfelt mit 2 grauen Würfeln. Und wie viele Lebenspunkte hat er? Acht. 8 Willenspunkte, also hat er nicht viel Willenspunkte, aber hat massiv Stärke. Man muss halt einmal rüberkommen. Ja. Also er haut jetzt alles in dem Kampf raus. 5 schon mal durch das Schwert. Dadurch zerbricht es leider wieder. Gäbe es eine Höhle im Wald gegeben? Nee, oder? Und ich kann das hier, das heißt, ich kann mal 2 zusammenzählen. Ich kann nix. Ich kann nichts. Und jetzt. Ich habe eine 4 gewürfelt. Ich habe damit nur 5. Das ist natürlich scheiße. Also mit dem Schwert? Plus Schwert? Nein. 16. 16. Du hast 16, ich habe 5, sind 21. Ich habe 10 plus sind 15. Wieso, du darfst weil ja keine. Hier, zack, meine. Kann ich zusammenzählen? 10, 15, also jetzt habe ich den Überblick verloren. Wir waren hier bei 21 plus 15. Das ist Gesamtsumme. Du hast schon wir habt schon 21 zusammen. Ja, ja. 36. Ja. 36, ja. Damit haben wir ihn, glaube ich, knapp. Der würfelt. Achso, er würfelt. Entschuldigung. Wie viel haben wir? 36. Ja. Es ist doch alles sinnlos. Ja. Hier sind übrigens auch Zehner drin. Oh nein. Na, also, was wir haben hier? Ja, jetzt hat er genau 46. Nee, er hat 46 jetzt. Nein. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Er hat 20 plus 26. Nein, das schlimmste Wurf, den es gibt. Wie konntest du das denn schaffen? Den höchsten Wurf ever. Höchste was Wurf, hast du jetzt gerade gemacht? Das sind 46. Hier sind völlig sinnlos auf diesen Turm rumhängen. Spielen wir mit Saboteur. Ja, das sind 46. Wie viel verlieren wir jeder? 20 Willenspunkte. Nein. 10 Willenspunkte. Das sind 36. Wir hatten 36, er hat 46, 10 Willenspunkte. Ich bin nochmal tot. Die Frage ist, was passiert dann, wenn ich einen Stärkepunkt habe? Ich glaube, man ist dann immer wieder auf einem Stärkepunkt mit 3 Leben, oder wie? Du bist jetzt Gandalf der Graue. Oder bin ich komplett raus. Ey, aber jetzt angenommen, erst mal, wir hatten 36 und er hatte 26. Richtig? Nee, wir hatten 36. Er hatte 36. Er hat 36, aber er hat 26 Stärkepunkte. Das heißt, er hätte weniger 10, er hätte nur 10 ausgleichen müssen, dürfen. Weniger als 10, aber trotzdem, er hat ja 8, also er hätte nur 2 würfeln dürfen damit wählen. Ich kann ja einfach nur nochmal hier so würfeln. Also ja, aber selbst dann hätte er 14. Guck doch mal, man würfelt. Ja, ich bleib darauf. Also, ich bin ja schon, schlechter das geht's Ding ja nicht. Mal, wir haben 36, hört sich nach viel an, aber er hat 26 und dass er weniger als 10 würfelt, ist schon echt unwahrscheinlich. Wieso? Ja, wir es gerade versuchen die ganze Zeit. Das ja, aber es wird ja doch nur bei dem Pascha dir. Aber so. Hier, ja, aber ist der trotzdem. Ja, aber es war alles, was wir hatten. Wir haben so viel eingesetzt. Wir brauchen ihn da unten. Ich glaube nicht, dass das was ja, wird. Ja, wir hätten ihn gebraucht. Aber wenn wir ihn gehabt hätten, dann hätten wir es geschafft. Dann hätten wir es wirklich geschafft. Also ein Mann mehr, der irgendwie ja, Vollgas aber ich wollte ja hier rüber tänzeln. Du hängst jetzt ja da einfach lassen. Echt rum, oder weh? Ja. Aber wir kriegen dich da nicht weg, oder was? Ihr könntet mir, was ist denn hier Trank? Ich kann noch einen Trank brauen.
Brauche ich da zwei Kräuter? Ja, aber wie soll, dann müsste ich da hinlaufen. Nee, du müsstest den Falke, der Falke. Ja, wo soll ich den Falken? Wo soll ich denn den hernehmen? Ja, wenn du hier so einen Typen triffst, dann darfst du dir was von der Ausrüstungstafel nehmen. Ja, aber jetzt hört mal zu. Ich können ja auch nicht einfach jetzt hier weglaufen von dem. Das Problem ist, dass im nächsten Runde, ja, steht der da. Der steht da. Also der läuft hier hin, der ist sofort im Lager. Das bedeutet, wir müssten zwei Typen noch killen. Wenn wir zwei Typen killen, ist der Erzähler da und damit ist es vorbei. Zu viert hätten wir es echt geschafft. Ja, also ich sag einfach mal so, ich bin halt auch so schwach. Ich will sagen, es ist sinnlos, aber es ist sinnlos. Es ist wie immer, wenn wir zusammenkommen. Knapp gescheitert. Das Ding ist, wir müssen mal andersrum sehen, wir hätten es wirklich fast geschafft. Hättest er hier nicht sich irgendwie hier den Tod... Du, aus. Hallo, das ist heißer Regen, ja? Ja, ja. Es kann ja niemand mit heißer Regen rechnen. Wenn dieser Regen gerade nicht gekommen wäre, dann hätten wir es fast geschafft. Und das Schild war weg. Ich meine, wir haben es wirklich ganz knapp noch geschafft. Wir haben einmal gegen den Typen gekämpft, mit gigantisch viel Glück, aber hätten wir es... Nee, gut, man sieht natürlich noch verrückte Sachen, aber es ist zu spät, wie Feuerschild holen. Klar, wir hätten den Raben vorher, man muss doch was einplanen. Ja, das ist halt auch, das hätten wir erkennen müssen. Mir war nicht klar, wie gefährlich und das ist. Das sagen, ja, dass ich hier ja auch nicht zu fressen hatte. Also ich habe 8 verloren und stehe auf dem Ding, das wäre eh... Das hätten wir natürlich vorher sehen müssen und dann Überstunden, das ist egal, Hauptsache. Ja, man hätte. Und ich glaube, wir haben uns hier einfach mit den Skeletten ein bisschen früh verzettelt. Das war gar nicht so schlecht, fand ich. Die hast du da hochgezogen ins Gebiet. Ja, ich hätte wahrscheinlich wirklich weiterrennen müssen und nochmal so eine Skelettbewegung auslösen. Ja. Aber wir sollen ja trotzdem vorlesen, was jetzt passiert. Ah ja, richtig, weil man hat die Schwierigkeit. Wie wir es schaffen können. Die Legende nahm ein böses Ende, wenn das Lager nicht verteidigt oder der bleiche König nicht besiegt wurde, was bei uns passiert ist. Ihr konntet den bleichen König nicht schlagen, probiert es erneut. Jetzt wisst ihr schon, worauf ihr achten müsst. Sollte euch die Legende dennoch zu schwierig sein, findet ihr auf Seite 8 des Begleitsheft unsere Rubrik Leichter spielen, mit der ihr den Schwierigkeitsgrad der Legenden verändern könnt. Ah ja, zum Beispiel Stufe 1, die alten Waffen gelten eine ganze Kampf, nicht nur eine Runde. Und dann Stufe 2. Okay, da darfst du dann jede Runde mit deinem Pferd kämpfen. Dann darfst du plötzlich auch auf Feldern, die an Höhlenfelder angrenzen. Dann darf ich meine Zauber öfter benutzen. Wann darf ich denn noch? Und dann kriegst du, ja, ich glaube, nee, Stufe 2 ist. Stufe 1 ist, die alten Waffen werden besser. Stufe 2 ist, alle Helden kriegen eine gepimpte Spezialfähigkeit. Mhm. Aber man sieht schon wieder, also Andor hat auch im dritten Teil nichts von seiner Sogwirkung verloren. Absolut. Also ich dachte wirklich, hier schon ist verloren und ich fand es echt cool, dass wir es jetzt noch geschafft haben. Und dass leider. Wir den Endboss, also nicht besiegt, aber gestellt. Wir haben ihn gestellt. Wir haben ihn gestellt, wir haben sogar gegen ihn gekämpft. Ja, auf immerhin. Feld, ja. Also wir sind, also wir haben ihn gesehen. War schon richtig, wir standen um den rum. Nur die Prophezeiung war falsch. Da war noch was weggewischt unten in der Ecke. Das habe ich jetzt auch schon nicht wieder das Kleingedruckte. Aber wir haben einmal richtig auf ihn eingehauen. Und er hat kurz auch erschrocken geguckt. Ja, dann hat er auch seine Krone angemacht. Genau. Und dann hat er aber sein riesiges Fleischermesser gezückt. Ich meine, er hat wirklich den krassesten Wurf gemacht. Ich habe den krassesten Wurf überhaupt gemacht. Ja. Gut, na, das war's. Das war's, ja. Die Rückkehr nach Andor, wir sind gestorben. So lange um die Welt gereist. Nee, ja, das war die Legende von Andor, der bleiche König, Legende 12. Im Let's Play Spezial. Im Let's Play Spezial, mit Alex und Sophia. In Berlin, ne? Falls ihr mal nach Berlin kommt und gut sortiertes Geschäft sucht, hier werdet ihr sicher fündig. Bringt ein bisschen Geld mit. Ja. Genau, und ansonsten hat sich deine Serie reißt nicht jedes Mal, wenn Sophia beim Let's Play dabei ist. Ne? Jetzt will ich sagen, wir sind kooperativ, dann verlieren wir. Wenn es kooperativ ist, nur. Wir laden dich alleine trotzdem gegen wieder euch kein alleine Problem. Gewinnt sie mit. Also mit uns verliert sie. Wenn sie mit uns spielt, dann vielleicht liegt sie auch an uns. Ja. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ja, okay, also vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Abonnieren, positiv bewerten dieses Videos. Und falls ihr euch wundert, ich denke, wir werden demnächst auch eine Rezension machen von Andor Teil 3. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen weiterspielen. Aber dann werden wir euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Macht's gut. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.